irgendwas Geht's dir gegen, besser? hat er Alles gut. irgendwas gesagt gegen Frauen, Also, die zum Kopftuch einen. tragen? Oder hat er gesagt, du bist keine richtige Muslima, wenn du, weil du kein Hijab trägst? Aber woher will er das wissen? Ist er Gott? Ja, Ist er sieht über man dann mich? an deinem Ich bin dein Profilbild. Profilfoto. Ich seh deine Haare schon. Meinst du jetzt, die Leute Natürlich. Ich trage wissen keinen wo? Hijab. Gar keine Frage. Ich Ja, trage keinen Hijab. natürlich. Sind die Aber mir wird Augenbrauen schon okay? Sind die weggedrückt. Augenbrauen gezupft? Natürlich. Also, das ist nicht Trägst aussehen. du Das macht Parfüm? mich schon frei. Natürlich, wer will eine Monobraue haben? Die lachen doch einen aus, wenn du eine Monobraue hast als Frau. Aber egal. Natürlich Warum zupfe tragen ich denn, darf ich sie. dich was fragen? Jetzt wirklich rein aus Interesse, gar nicht argumentativ oder so. Aber jetzt mal Aber ehrlich, würdest du jetzt warum sagen, das möchtest ist du ein das Allah, wissen? der ist unfair, oder würdest du sagen, das ist richtig? Es gibt gewisse Regeln, die Gott geschaffen hat. Und entweder man hält sich dran oder man hält sich nicht dran. Genauso wie Ja, die findest, aber Bibel jetzt, es geht nicht Gebote darum, jetzt zum vorgibt. Halten oder nicht halten. Jetzt geht es darum, findest du es richtig, was Allah sagt? Ich bin Siehst du, da merkst du es nur ein selber, Geschöpf ne? Gottes. So, ich habe es nicht zu Du beurteilen, bist es ob selber nicht Allah richtig, ne? seine Guck Regeln. dir das Warum an. nicht? Sag doch, guck mal Warum nicht? jetzt. Jetzt komme ich mit dir einen Schritt zurück. Komm, ich, natürlich ist das nicht richtig, was Allah da sagt. Das ist ja zu verwerfen. Das ist richtig. Siehst du, dein Herz neigt schon dazu. Ey, das ist komisch. Immer stimmt da ganz sicher nicht. Da gebe ich dir auch recht. Jetzt können wir Hand in Hand gehen und jetzt sagen, Jesus sagt sowas nicht, meine Liebe. Du brauchst keinen Hijab tragen. Du brauchst nicht eine Monobraue tragen. Keine Sorge. Brauchst du nicht. Du brauchst nicht Menschen unterdrücken. Ja, und die verpfeifen an die anderen Muslime, damit die schön Jizya bezahlen oder schön Nackentherapie bekommen. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst Liebe. Das brauchst du, Liebe. Und die Ja, kriegst du von Jesus Christus und mir. nicht von Allah. Nee. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus, aber Nein, ich du glaubst glaube nicht, nicht dass er an Gott ist. Du glaubst an einen Jesus. Nein. Propheten, der nicht echt ist. Dieser Isa existiert nicht. Es existiert Yeshua Messiah. Das ist Jesus Christus. Und er ist Gott. Die Das Bibel ist ist doch dein älter als der Glaube. Koran. Das ist dein Meine Bild. Liebe, Das ist die deine Bibel sagt in Überzeugung. Galater 1, Vers 8, selbst wenn ein Engel von Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium, also Botschaft, verkündigt als das, was wir euch verkündigt haben, das sei verflucht. Wie hat Mohammed seine Botschaft bekommen? Engel Jibril kam, würgt ihn und dann kriegt er den Koran gefühlt. Stimmt aber eigentlich gar nicht. Der originale Koran ist ja gar nicht da. Ihr habt nur eine Verfälschung. Denn der originale wurde verbrannt. Laut Sahih al-Bukhari 4987. Der ist weg. Den originalen Koran gibt es nicht. Von Uthman ibn Affan, der dritte Kalif, der hat euer Koran geschrieben. Das ist der älteste, den ihr auch habt. Mehr habt ihr auch nicht. Der ist nach Mohammeds Tod entstanden. Er hat alle verbrannt. Weil Noch nach mal zwei Mohammeds Tod Sachen. haben Ich die alle was falschen fragen. Koran rezitiert und da sehen wir eine Katastrophe. Darf Allah ich noch hat zwei es wieder Sachen? nicht geschafft, Ich sein habe Wort zu keine Zeit. schützen. Zwei Sachen noch. Ich habe eine wirklich eine Frage an dich, die mich interessiert. Okay. Und ich will noch was zu den Kommentaren sagen. Also ich fange mal damit an. Die ganzen, egal ob Muslime oder Christen oder was, an was auch immer ihr glaubt, die hier so kommentieren, ich finde das einfach so respektlos, dass ihr kennt mich alle nicht, ne? Und wenn ihr, sagen wir, Christen seid, gläubige Christen, gläubige Muslime, dann urteilt ihr nicht über Menschen, die ihr nicht kennt. So Sachen wie, Ja, geh in ein ich hab. islamisches Land dort leben und du bist so und so und du trägst solche Kleider, warum redest du überhaupt mit Männern? Das ist Haram. Die Intention, ich kenne ja die Intention dahinter, warum ich hier drin bin und mit dir spreche, ne? Das ist jetzt kein Gespräch auf Kennenlernbasis, dass man sagt, das ist Haram, ich rede mit dir über Ja, Dr. Religion. Schick hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, So. du sollst ruhig sein und gar nicht in TikTok rumkursieren, denn die Männer machen es. Du musst Hijab Also, tragen, wenn ich Mund sehe, dass halten, meine Religion Kamelurin Unrecht trinken, angetan mein Beste, wird, Kamelurin trinken, schön mit Milch und Honig, fertig, das musst du machen. Und die okay, Monobrauen nicht vergessen, warte. bitte schön. Das ist schon wieder Hey, das musst respektlos, du aber machen. Muss ich dir dein das Islam ist schon zeigen? wieder. Du bist bestimmt die, die in der Stadt rumkursiert und schön High Society leben möchte. Okay, ist doch kein Problem. Kannst du gerne machen. Ich habe nichts dagegen. Kannst mich ja, Aber dein weil Islam sagt nein. es Dein geht Islam hier gar sagt, nicht um bedecke Sache. dich. Dein Islam sagt, aber nicht mehr bedecken, normal bedecken. Nein, dein Islam sagt, bedecke dich komplett. Ja, trag dir eine schöne Burka. Sure 29. Entschuldigung, Sure 29. Entschuldigung, habe ich einmal was falsch gesagt. Sure 29. Und Sahih Bukhari, schön Monobraue. Okay, und dann kommen wir auch schon zu meiner Frage. Was sagt denn die Bibel, jetzt wirklich, ich weiß es nicht, ich möchte das von dir wissen. Was sagt die Bibel über die christliche Frau? Weil meine, also mein Kenntnisstand ist, dass Maria, die Mutter von Jesus, Du bist raus, man hört dich nicht. hat man mich jetzt? Ja, jetzt.
Ah, okay. Weil mein Kenntnisstand ist, dass Jesus Mutter Maria auch ein Kopftuch getragen hat. Mein Kenntnisstand ist, ich glaube, du bist orthodox, ne? Gerade die Ortho bist du nicht Nein. orthodox? Okay, Ich bin Katholik. ein wiedergeborener Christ, nur die Bibel allein, ich gehöre keine Okay, Religionen. egal, wie auch immer. Also gerade so strenggläubige Christen gehen auch bedeckt in die Kirche, nicht, ne? Viele haben es modernisiert, gehen auch in Kleidern oder sonstiges. Dann allgemein Nonnen, die für Gott leben, sind ja auch komplett bedeckt. Nonnen haben nichts mit der Bibel zu tun. Aber Vergiss mal Nonnen und Kirchen. warum? Vergiss mal Das die habe ich ganze jetzt Tradition Kirchen. Ich erzähle dir jetzt, wie nicht es in der erwartet. Bibel ist. Die Nein, das Frau ist muss nur das normal bedeckt Problem. sein. Die Frau darf ihre Haare, schöne Haare tragen. 1. Korinther 11. Das ist ganz normal und das ist auch richtig, weil ihre Haare als Schleier gegeben ist. Dann die zweite Sache. Wenn sie aber betet oder weissagt oder in einem Gottesdienst ist, dann soll sie tatsächlich ihr Kopf bedecken. Nicht wie eine Burka oder so ein komplettes Kopftuch. Nein, einfach ein normales Schleier drauf, damit man das symbolisiert, dass man Gott untergeordnet ist. Das soll es symbolisieren um den Engel willen, weil die Engel schauen die Menschen an, wie sie leben, was sie tun und so weiter, weil sie nicht in den Herzen reinschauen. Und die sehen, oh, eine gottesfürchtige Frau, die sich Gott untergeordnet hat. Das ist Aber was nicht ist dann wie, das ist verkehrt nicht wie oder in Koran schlecht? mit Sure 29 zu vergleichen. Ein ganz anderer Unter. Das sind wirklich, beispielsweise, das sind Welten, das sind Universenunterschiede. Und die Frau ist dem Mann normal untergeordnet, aber nicht untergeordnet mit, die ist meine Sklavin, vollkommen falsch denken. Wir sind nicht bei Islam gelandet. Nein, bei Bibel ist es so, untergeordnet, weil sie Gott untergeordnet ist. Sie will dem Mann helfen, so wie der Mann ihr helfen soll. Ja, gegenseitiges Ergänzen nennt sich das. Das bedeutet, weil in der Bibel steht, die Krone des Mannes ist seine Frau. Steht geschrieben in Sprüche. Ja, da sehen wir ganz klar die Ergänzung, wir sind ein Fleisch. Wenn man heiratet. Die Bibel sagt, liebt eure Frauen, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Das bedeutet, ich muss für meine Frau sterben gehen, wie Christus, weil Christus ist für seine Gemeinde gestorben. So sollen wir unsere Frauen lieben und respektieren, nicht schlagen oder sonstiges. Oder das gibt's ja gar nicht. Wir sind nicht bei Koransure 34, wo die Frau geschlagen werden darf. Ermahnt sie, meint sie im Ehebett und schlag sie, wenn sie nicht Allah gehorcht. Nein, nein, das nicht. Da müssen wir respektieren und lieben. Das ist Liebe. Das ist wahrhaftige Liebe von Gott. Eine schöne Ordnung. Eine Ordnung, die von Gott wirklich eingehaucht ist. Und nicht eine Ordnung, wie würdest du es finden? Ermahnt sie, meint sie, Ebert, schlag sie. Du bist jetzt meine muslimische Ehefrau. Ich bin Muslim, du bist Muslima. Du trägst kein Kopftuch. Ich ermahne dich. Mit Koran. Du hörst nicht zu. Ich meide dich im Ehebett. Ja? Kein nichts rausschmeißen. So, du hörst noch immer nicht zu. Gut, dann schlage ich dich. Das hat Mohammed auch so befohlen. Mohammed hat selber sogar Aisha geschlagen. Mohammed hat sogar Aisha kaputt geschlagen. Sahih Bukhari steht drin. Kann ich alle Quellen geben? Kein Problem. Sure 434, darfst du Ibn Kathir, darfst du Ibn Abbas, steht sogar drin, geiselt die Frau. Würdest du es schön finden, wenn man dein schönes Gesicht schlägt? Ich finde es nicht richtig, die Bibel auch nicht. Aber der Koran schon. Und wenn du noch immer sagst, ja, Alhamdulillah Muslima, musst du sagen, Amin, das ist mein Islam. Alhamdulillah, das musst du sagen. Oder du sagst, ich muss jetzt neu nachdenken. Jetzt muss ich gucken, was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Ist es doch Jesus, da wo die Liebe ist, oder ist es doch Allah? Jetzt musst du nachdenken. Ich meine das ja nur gut mit dir, weil du merkst selber, das ist nichts für dich. Der Islam ist rein gar nichts für dich. Das ist aber auch gut so, dass er nichts für dich ist. Jetzt beschäftige dich. Es gibt jemand, der liebt dich. Es gibt jemand, der hat dich für dich wertgeschätzt. Der liebt dich. Der ist für dich gestorben. Weißt du, dass jemand für dich gestorben ist wegen deiner Sünden? Das hast du gar nicht verdient. Aber er ist für dich gestorben, damit du ewiges Leben erlangst, wenn du ihn annimmst, ihn nachfolgst. Er hat es für dich gemacht, weil du es einfach wert bist, weil Gott dich wirklich liebt. Aber Allah liebt dich nicht. Allah sagt, tue das. Aber egal, ob du tust, inshallah komme ich im Paradies. Die Bibel sagt, glaubst du an mich? Und bekennst deine Sünden zu Gott, so ist er treu und gerecht und wird dir alles vergeben. Aber folge mir nach. Bekennst du mich, bekenne ich dich. Und du wirst ewiges Leben bekommen. Johannes 10, Vers 27, 28. Meine Schafe hören meine Stimme und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Weißt du, wie schön das ist, nachts schlafen zu gehen und ich weiß, wenn ich sterbe, bin ich im Paradies? Wie fühlt sich eine Muslima oder Muslim an, wenn er nachts schläft und keine Ahnung hat, wo der hingeht?
Ob er in Gehenna oder Sonst Jehennem geht, er hat keine Ahnung, er weiß machst es du denn nicht. so sicher, dass du ins Paradies gehst? Weil Also, der bezahlt hat. Der Gott wurde warte Mensch, mal. hat alles Gehen erfüllt, alle ohne Christen Sünde. ins Paradies? Guck jetzt, ich erkläre dir das jetzt. Alle Christen, wiedergeborene Christen, ich betone es nochmal, wiedergeborene Christen kommen im Paradies. Weil in Johannes 3, Vers 3 steht geschrieben, da sagt Jesus, wer nicht von neuem geboren ist, der wird das Reich Gottes nicht erben. Er wird es nicht bekommen. Er muss von neuem geboren sein. Das heißt, altes Leben wegschmeißen, dein sündiges Leben, bekenne es vor Gott, neues Leben, ihm nachfolgen, ihm bekennen, er ist die Nummer eins, weil Gott die Nummer eins ist. Und dann komplette Nachfolge. Dann Mann, bist du Alter. von neuem Okay, also geboren. du bist dir sicher, dass du ins Paradies kommst? Nicht nur sicher, zu Millionen Prozent sicher. Johannes 10, Vers 27, 28. Das sagt die Bibel. Paradies. Ich wünsche Merkst es du? dir von Herzen, aber Ich wünsche es niemand, dir auch von kein Mensch Herzen. sollte Aber ich sich so bekomme schon, sicher du machen, weil nicht. wir Du kannst es Menschen aber sind. bekommen. Auf wen wartest du? Nein, Du nein, merkst wir ja selber, Menschen dass sind das Islam alle für dich nicht nichts sündenfrei. ist. Wir machen alle Sünden, wir machen alle Fehler und Ja, keiner von klar. uns Aber kann wer sagen, bezahlt deine ich Sünden, komme Nejah? Aber da wiederholen. ist noch jemand Nejah, Ich wer bezahlt deine Sünden? selber, ich Du zahle für meine selber? Du Sünden. kannst deine Okay, Sünden machst nicht du mehr Gute, bezahlen. dass jemand anderem Nejah, gedeihen warte, kann? Frau. Machst du mehr gute Taten oder machst du mehr schlechte Taten? Das weiß nur Allah, das kann ich gar nicht Das kannst du wissen. ganz leicht beantworten. Erzähl keinen Quatsch. Machst du mehr gute Taten oder schlechte Taten? Das kann ich nicht wissen. Ich weiß nicht bei Allah, was ich mir Mamma Gutes verdient mia, habe, du was ich mir kannst nicht so schlechtes verdient reden. habe. Machst du mehr gute Taten oder Natürlich. schlechte Taten? Erzähl keinen Quatsch. Du kannst mir nicht erzählen, dass du mehr gute Taten als schlechte Taten machst. Und selbst wenn ich mehr schlechte Du trägst nicht Taten mal mache, Kopftuch. Erzähl dann keinen ist all Quatsch. vergeben. Antworte doch. Jede Sure fängt an mit im Namen Allahs, des Allah, Ja, und Barmherzigen, nein, 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 Barmherzigen. nein, nein, Okay, Lüge. warte Du, mal, nein, 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 Nejla. nein, 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 Dann sag nein, mir mal, hast du mal Lüge. den Lüge, anderen Lüge, Typen auch Lüge, aussprechen lassen, Lüge, der arme Lüge Fängste? und nochmal Lüge. Nein, nein, warte Jetzt, mal. warte, Fra, warte, war. Guck mal, warte jetzt. Sure 9 fängt nicht so an. Sure 9 fängt nicht an, und das ist die letzte Sure, die ihr habt. Da steht drin, schlachtet die Kuffars. Nehmt die alle auseinander. Warte, Unterdrückt du sie. komplett aus Ja, dem du hast Kontext gerissen. Wir gelogen. waren Jede gerade wo Sure ganz fängt mit anders. Allah. Nein. Bei Sure 9 fängt das nicht an. Sure 9 ist die letzte Sure, die herabgesandt worden ist. Die hat alle friedliche Suren abrogiert. Die sind zunichte. Das heißt, Sure 9 ist gültig. Ja, dann sehen wir ganz klar. So, den muss ich erstmal stumm. So, dann sehen wir ganz klar. Kein Frieden. Da fängt nicht Allah, der Barmherzige, Allah, Barmen und so weiter. Nein, nein. Sure 9, lies doch Sure 9. Fängt nicht so an. Lüge. Also, gehen wir jetzt zurück. Mehr gute Taten oder mehr schlechte Taten? Bitteschön. Warte mal ganz kurz, wie heißt die? Manuela, komm doch selber rein, wenn du Nein, Unterricht Kommentare bei, willst. bitte Ich bin Kommentar doch einmal hier, ausmachen. Schatz. Einmal kurz Kommentare Okay. ausmachen. Ich will nicht, dass du dich von Kommentaren ablenken tust. Also, antworte bitte. Mehr gute oder mehr schlechte? Was sagst du? Ich kann es immer noch nicht wissen. Das weiß nur Gott, was ich mir verdient habe. Deswegen gibt's den Tag des jüngsten Gerichts, an dem jeder für Ja, seine Sünden zur okay. Rechenschaft gezogen wird und für seine guten Meine Taten. Liebe, meine Liebe. Trägst du Kopftuch? Ich trage kein Kopftuch, nein. Machst du schön die Augenbrauen, die Monobraue weg? Du, guck mal, Antwort, du nein, nein, trägst nein, nein. Antwort. Du weißt doch nicht, Antworten. ob ich fünfmal am Tag Antworten. bete, ob in meinem Herzen, weil im Islam kommt Betest es du einfach fünfmal darauf am an, was Tag? du in deinem Herzen Betest trägst, du ob du fünfmal gute am Tag, genau auf die Intentionen hast, Uhrzeit? gute Taten. Ja. Ja, du Ich bin betest zu fünfmal am oft Tag. nah, weil in Deutschland ist es mir ja Bringt dir nicht nichts. Laut erlaubt, Allah, nein, 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 bringt dir nichts. Laut Gebetszeit Allah. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Du betest nicht fünfmal am Tag? Doch, ich Weil bete fünfmal Deutschland dir irgendwas. Sag am Tag. Aber nicht nochmal. immer zur genauen Zeit. Ich bete oft nach. Mit, Das ist okay, dir das kann man noch erlaubt, nicht akzeptieren. Das wahr? ist noch, das ist ja noch okay. Aber was bringt dir das denn, wenn Allah dich schon laut Sahih Bukhari dich verflucht hat, weil du schon das wegmachst und deine Haare Okay, zeigst? Hat dich schon was bringt verflucht? es? Was hätte das Das jetzt Gebet gebracht? ist die wichtigste Säule im Islam. Wenn ich mich an das Gebet halte, das Gebet Nein, meine verwendet, Beste, wenn du dich verfetzt an die dich, Aikida deine hältst, Nullen auch die verfetzt dich. Und fünf dann Säulen des Islams und wenn nochmal die Aikida, das sind noch die sechs, man kann auch sechs Säulen dazu sagen, beziehungsweise dein Imam. Ja, und du folgst gar nichts davon nach. Meine Liebe, hör auf damit. Allah Wie hat dich schon kannst du nur? verflucht mit Nee, Mohammed. nee. Mohammed hat dich verflucht und Allah hat dich verflucht. Ja, stell mal vor, dein Prophet, den du so liebst, der hat dich verflucht. Und Allah, der dich erschaffen hat, der hat dich verflucht.
Ja, Aber wir er müssen ist auch schlafen gehen. verzaubert. Und wenn er mir verzeiht, dann hat er mich nicht verflucht. Wo Ganz soll er dir einfach. verzeihen? So, Wo wenn soll er dir ich verzeihen? Du hast kein doch einen Kopftuch Kopf, du hast doch trage keinen und Kopftuch. sonst auch alles falsch mache, kein Wunder, dass ich in der Hölle lande. Wo, Aber wenn wo? ich das Gebet verfestige und Dein inshallah Gebet bringt dir irgendwann rein gar nichts, Kopftuch meine Liebe. trage. Erstens, inshallah kommst du im Paradies. Zweitens, bist du von Allah verflucht und wenn Allah dich verflucht, bist du schon raus. Meine Liebe, sehr ehrlich. Gott ist ein Zeuge. Lästerst du manchmal? So ein bisschen, ne, über die anderen. Dann Welcher redet Mensch man so ein bisschen. machst du das denn? So ein bisschen Gossip Girl, Machst machst du du das das so ein denn, bisschen? was du hier machst? Ist das Komm, lästern erzähl über mal. andere, Machst du, lästern komm, nein, ehrlich, unter uns jetzt, über ne? andere Unter uns. Machst du so Religionen? ein bisschen Gossip Girl? Ne? So ein bisschen untereinander. Machst Ja, du so das denn? jemanden. Ne? Machst du das Ich mach denn? das nicht, nein. Also erzähl mal. Du Unter machst das uns. nicht, dass du hier Das hat Religion jedermann beleidigst gemacht. und Das muss man aber über mich zugeben. Jeder redest und mich Mensch, so verletzt. hat schon mal einmal im Leben gelästert. Da muss man schon zugeben, ne? Da bin ich auch nicht fein raus. Jeder Mensch hat schon einmal in seinem Leben mindestens gelästert. Aber jetzt sei mal ehrlich. Ja, unter uns. Ein bisschen Gossip Girl. Da kam noch ein bisschen was raus, oder? Ja, unter uns. Und du hast nie gelästert, du machst das nicht, du bist Ey, ich habe perfekt, den gesagt, Kopf zu trennen. ich habe gesagt, ich habe auch einmal gelästert. Na? Also. Okay, Jeder hat mal aber gelästert, du kommst jeder ist ein ins Sünder, ist ja klar. Paradies. Aber jetzt mal Bei ehrlich, dir jetzt ist bist du auch sowieso ehrlich mit alles dir selbst. Hast du auch vergeben. ein bisschen Gossip Girl gemacht? Auch ein bisschen? Warte, ich will dich was fragen. Hat Gott dir das Nein, verziehen? Also, antwort wenn du kurz, antwort. lästerst Ich über die beantworte deine Sünden, Frage, gehst. wirklich. Ich beantworte deine Frage, aber hast du auch schon ein bisschen Gossip Girl gemacht? Komm, da Meine kannst du doch erzählen. Da brauchst du niemanden. Komm, hast du auch ein Frage. bisschen Gossip Girl gemacht? Sehr ehrlich jetzt. Guck mal, der Komm. Unterschied zwischen Engeln und uns Menschen ist, dass wir Menschen Nett. Sünden begehen. Okay? Ja, netter. Ich Komm, meine heiße Liebe. Nayla immer noch und nicht Nayla, Najla. Entschuldigung, Entschuldigung, ich entschuldige mich auch. Nayla, komm, hast du ein bisschen Gossip Girl gemacht? Hast du schon ein bisschen, Ich ne? habe bestimmt Sünden begangen in meinem Leben, aber dafür sind wir auch Menschen erschaffen worden. So, wir begehen Sünden und sollen sie bereuen, weil wir Was Menschen sind nicht wäre? perfekt, nur Gott ist perfekt. Wir Okay, und Menschen was wäre, können nicht perfekt sein Nayla? und deswegen kann ein Gott niemals ein Mensch sein und ein Mensch niemals ein Nein, Gott. das stimmt ja Ganz nicht. Ne? einfach. Allerschienbein hast du ja Doch. vergessen, so war 68%. Nein, nein, Ein das hast du Mensch hat vergessen. immer Aber ist Sünden. egal. Ein Mensch begeht immer Nayla. Sünden und Da ein hast du Gott recht. Ein nicht. Mensch begeht immer so. Da hast du recht. Genau. Da Und hast ein Gott du nicht. vollkommen recht. Aber Und Nayla, warum darf ich dir was soll Jesus sagen? dann Mensch, Was wenn er Gott wäre, ist? was wäre, wenn ich dir sage, Allah hat dich erschaffen für die Hölle. Der hat dich gar nicht erschaffen für den Paradies. Der hat dich bewusst erschaffen, damit du schön in die Hölle gehst. Was wäre, wenn ich dir das sage? Würdest du sagen, das ist ein gerechter Gott, der deinen freien Willen genommen hat und dich bewusst erschaffen, damit du einfach schön leidest? Okay, mein Stream Gott ist hat. beschränkt. Ist mega, ob mein Stream beschränkt ist. Erzähl mal, Nayla. Also Gott hat das Paradies und die Hölle erschaffen und es macht auch Sinn, warum er das Guck mal Paradies jetzt, und guck die mal Hölle jetzt. erschaffen, Auch wenn mein Stream weil gemeldet ist mir nicht alle egal. Guck. Menschen, bitte. Mein Stream wird jetzt einmal neu starten. Aber ist egal, ich werde das trotzdem zu Ende bringen. Da lasse ich mich jemanden abhalten. Guck dir das an. Sahih al-Bukhari 6614. Allah hat entschieden, was du machst und nicht. Du hast eh keinen freien Willen. Der hat das einfach schon entschieden, dass du es machst und du musst es auch machen. Weil Allah es entschieden hat. Guck. Der Prophet Mohammed sagte, Adam und Moses stritten miteinander. Mose sagte zu Adam, O Adam, du bist unser Vater, der uns enttäuscht und aus dies vertrieben hat. Dann sagte Adam zu ihm, O Moses, Allah hat dich mit seiner Rede begünstigt, direkt mit dir gesprochen. Er hat die Tora mit seiner eigenen Hand für dich geschrieben. Tadelst du mich für die Taten, die Allah in mein Schicksal geschrieben hat, Jahre vor meiner Erschaffung? Also hat Adam Moses widerlegt. So steht's drin, Sahih Bukhari 6614. Was sagst du dazu? Dass Allah dich erschaffen hat, damit du in die Hölle gehst. Was sagst du dazu? Ja, wo ist der freie Wille? Das Sarit, das darfst du nicht mal wegreden. Wenn du diesen Hadith wegredest, ist es so, als hättest du einen Koransure weggelegt. Erzähl mal. Also Allah hat dich erschaffen, dass du schön kein Kopftuch trägst. Allah hat dich erschaffen, dass du schön deine Augenbrauen wegmachst und damit Allah dich schön verflucht. Dafür hat Allah dich erschaffen. Du hast eh keinen freien Willen. Du denkst, du hast einen freien Willen. Laut Allah hast du aber keinen. Weil Allah sagt, du gehst in die Hölle, weil du es verdient hast. Einfach so. Ob du, ist doch vollkommen egal, ob du freien Willen hast oder nicht. Nein, Allah sagt, schön in die Hölle. Jetzt antworte drauf. Ist das ein barmherziger Allah?
Antworte, Leila. Schäm dich nicht. Am Anfang kamst du als Hamdudillah Muslime rein. Würdest du jetzt nach dem Gespräch noch immer Hamdudillah sagen? Mit diesen Sachen, die ich genannt habe? Dachte ich mir. Deswegen nehme ich Jesus Christus an. So, mein Lieben, alle folgen, Bruder Danny folgen, Fratello folgen, weil ich werde den Stream jetzt einmal neu starten. In 10 Sekunden bin ich da. Leila ist herzlich eingeladen, aber ich glaube nicht mal, dass sie... Bruder Pablos, ich wollte eigentlich Match-Begegnung machen, deswegen bin ich live. Ja, komm, mach direkt live an. Ich mache jetzt mein Livestream einmal neu. Dann warum hast du eine Sperre bekommen? Ja, ich habe die Beschränkung bekommen. Das steht hier drin. Bei mir steht, alles wird gesperrt, also Sichtbarkeit. Ich werde den Leuten nicht mal angezeigt. Achso, ja, okay. Ich gehe jetzt live und dann... Ja. Alle folgen. Ich mache jetzt innerhalb von 10 Sekunden neu. Leila, weißt du was? Ich gebe dir noch die Chance. Ich werde dir eine Woche einfach folgen. Du kannst mir zurückfahren, weißt du warum? Du kannst mir alle kritische Fragen stellen, die du je stellen kannst. Du kannst immer in mein Live reingehen, mir alles Fragen stellen, was du willst. Du hast jetzt noch Islam. Live und deinen Lives gar kein Thema. Ich höre dir gern zu. Also ich höre gerne auch über andere Religionen. Ich gehe oft in solche Lives. Ich bin trotzdem überzeugt von meiner Religion, aber ich höre mir sowas gerne an. Aber ich finde, du solltest einfach respektvoll bleiben. Egal, es geht gar nicht um den Islam, weil ich selber Muslima bin. Selbst wenn du hier, keine Ahnung, Buddhisten... Wo ist der Respekt mit meinen Brüdern und Schwestern, die geschlachtet werden in den muslimischen Ländern, Leila? Wo ist denn der Respekt den Muslimen gegenüber, die gerade genauso abgeschlachtet werden? Das sind Menschen, die das machen. Das hat nichts mit der Religion. Ich sage jetzt vom Christen, ich bete gerade für Palästina-Kinder. Ich bete für Israel-Kinder. Aber jetzt hör mir zu, wer betet für meine Brüder und Schwestern, die vom Muslim abgeschlachtet werden? Weißt du, was Dr. Sheikh Ibrahim gesagt hat? Christenverfolgung? Kenne ich nicht. Ich kenne nur Muslimverfolgung. Dieser Heuchler, dieser kleine Heuchler, sagt er einfach ins Gesicht, die ganzen Leute, die verfolgt werden, die vor meinen Augen, ne? Leila, vor meinen Augen, ein Flüchtling, vor meinen Augen hat er geweint und hat gesagt, ich wurde unterdrückt in diesen Ländern. Er hat geweint, er konnte nicht mehr. Er hat gesagt, ich bin nicht Mensch zweiter, ich bin Mensch dritter Klasse. Das hat er gesagt. Ich durfte nicht mal das arbeiten, was die Muslime arbeiten. Ich durfte nichts machen. Habe ich einen muslimischen Feiertag vergessen? Haben die mich gefühlt geköpft? Wenn ich dem Mohammed einmal gesagt habe, das ist kein Prophet, ist vorbei mit meinem Leben. So müssen meine Brüder und Schwestern leben in diesen Ländern. So müssen die leben. In Iran, in Saudi-Arabien, in Jemen, in Afghanistan und. In diesen Ländern. In diesen solchen Drecks, solchen Drecks-Scharia müssen die leben. So müssen meine Brüder und Schwestern. Darf ich was sagen, Bruder Pablo? Darf ich mal was sagen? Pablo, ich wollte was sagen. Der Amir hat mal ein ganz gutes Beispiel gesagt. Der hat mal gesagt, würden wir den Pakt von Omar machen, wie die Muslime das damals mit uns gemacht haben. Weißt du? Weißt du noch damals, da, wo... Hab ich sogar erwähnt. Ja. Oder zum Beispiel, stell dir mal vor, wir in Europa würden Muslime verfolgen. So, ne? Dann will ich mal sehen, aber es steht ja nicht in unseren Schriften drin, ne? Wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen sie segnen, ne? Natürlich sollen wir sie sogar die uns verfolgen, sogar die sollen wir aufnehmen und denen Essen geben. Ja. Aber was meinst du, warte bitte, aber was meinst du, wie die Muslime sich fühlen, wenn die das einmal spüren, wie es unseren Schwestern und unseren Brüdern geht, wie du schon sagst, in Ägypten, Türkei, Saudi-Arabien, Irak, Afghanistan, Irak, Somalia, Libanon, Tunesien, diese Länder, wo die Christen wirklich echt dreckig leben und auch wirklich da, die dürfen auf der Straße das Evangelium nicht verkündigen, die werden auch entführt, die Frauen verkauft und die werden dann auch, die müssen den Islam annehmen, ne? Es ist ganz schlimm, die Zustände da. Schau vor, das würden wir mit den Muslimen hier machen in Europa. Ja, wir würden die entführen und zwingen, das Christentum anzunehmen. Ja. Oder wir nehmen Geld, Schutzgeld, Jizya. Ihr lebt hier, wollen jetzt eine Jizya haben, eine Kopfsteuer. Sonst, ne? Ja. Deswegen, ne? Meine Brüder und Schwestern leiden ab. Kein Muslim macht jeden Mund auf. Kein Muslim geht auf die Straße dafür. Ich kenne auch keine Christen, die auf die Straße gehen, wie die Muslime und schreien. Ich kenne keine Christen, die auf die Straße gehen und schreien, Yeshua Hamashi. Aber so mit Gewalt wie die Muslime. Allahu Akbar. Allah. Ich kenne keine Christen, die auf die Straße gehen und schreien, Yeshua Hamashi. Kenne ich nicht. Gell, das sind nur Muslime, die dann schreien, ja, ist so. Und das ist das, woher kommt diese Gewalt? Nur, warte bitte. Aber okay. Ich muss jetzt neu machen, Bruder. Aus welchem Land kommst du? Aus welchem Land kommst du? Was spielt das denn? Nein, ich frage, aus welchem Land kommst du? Kannst du bitte antworten?
Ich bin Bosnierin. Okay, bitte, du sagst ja, Islam ist Frieden, ne? Ja. Okay, dann traust du dich nach Afghanistan zu fliegen, so wie du jetzt auf dem Bild bist? Da habt ihr die Antwort. Nein, 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 komm, heuchel nicht rum, heuchel nicht rum, mach nicht auf diese Heuchel. Ja oder nein? Antworte mit ja oder nein und nicht hier rumdiskutieren mit Pol auf politische Art. Ja oder nein? Nein, ne? Du bist nicht lebensmüde, du bist intelligent. Du bist eine gebildete, warte, du bist eine Ja, bei gebildete Rechnung und kann eine ich intelligente sagen. Frau. Du bist eine gebildete und eine intelligente Frau. Würdest du nach Iran fliegen, so wie du jetzt bist, so in der Stadt rumlaufen, ohne, ja? Politisch gesehen darfst du im Iran nicht ohne Kopftuch rumlaufen, da will Ah, man. okay, aber Ja, warum aber ist das? Warte, Islam, warte, Gruppe warte, 29. warte. Willst du mir sagen, die Muslime, die nach Europa kommen, was mal einst geprägte christliche Länder sind, muslimischer als die in den islamischen Ländern leben? Ja oder nein? Also die muslimischen Länder, also die Muslime, die in muslimischen Ländern leben. Ihr seid also muslimischer wie die. Und ihr habt den Islam besser verstanden wie die, wo die Frauen Kopftuch tragen. Also ihr seid muslimischer wie die, heftiger wie die. Verstehe ich das richtig? Nee, Würdest du nach nochmal. Irak, würdest du so nach Irak fliegen, ja oder nein? Traust du dich so nach Irak zu fliegen? Also in erster Linie, ich als Muslima muss definitiv, also es ist Ja, meine Pflicht, würdest du es machen, ja oder nein? Du läufst doch auch so hier in Europa rum. Würdest du auch so hier rumlaufen mit das ist doch Schminke, eine Sache zwischen Lippenstift? Gott und mir. Das ist Ja eine oder nein? Sache Antworte zwischen doch. Gott Ja, okay, und mit dir kann man mir. nicht reden. Ich danke, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich gehe jetzt live. Ja, jetzt sagt Bruder Danny, ich mache alle Folgen, alle Bruder Danny Folgen, alle Folgen. Ich muss den Stream jetzt neu starten. In 10 Sekunden bin ich wieder da. Na, alle Folgen. Ich bin sofort wieder da. Ich muss das einmal neu starten wegen der Beschränkung. Leila, fang jetzt an zu suchen. Jesus liebt dich. Du hast, der Islam hat dich nicht verdient. Nimm Jesus an, bevor es zu spät ist. Er hat für deine Sünden bezahlt. Weil du schaffst, deine Sünden nicht zu bezahlen. Denk nach, Leila. Gottes Segen für dich bete ich, für deine ganze Familie. Hat er es geschafft. Jesus Christus annimmt. Weil er ist für dich gestorben. Wer von neuem geboren ist, wird das ewige Leben erlangen. Weil durch deine Kraft schaffst du es nicht. Durch aber die Kraft des Herrn Jesus Christus schaffst du es, weil er hat für dich bezahlt. Eigentlich müsstest du zahlen, aber er sagt, nein, ich zahle für dich. Voraussetzung, folge mir nach und glaube an mich und bekenne mich. Das ist die Voraussetzung. Deswegen sage ich euch, kehrt um, bevor es so spät ist. Ihr habt doch gesehen, dass der Islam eine Katastrophe ist. Meine muslimischen Frauen, ihr habt doch selber gesehen. Ihr könnt nicht darauf argumentieren, es geht nicht. Ihr habt doch selber Angst, in solche Scharia-Länder zu leben. Deswegen flüchtet ihr doch in europäischen Länder, weil ihr Angst habt. Aber es ist auch berechtigt, eure Angst. Die Flucht ist auch berechtigt. Aber bringt doch nicht, etabliert doch nicht den Islam in Europa rein. Für nichts. Dann tut doch einfach euer Islam weg und nehmt den Herrn Jesus an. Rettet eure Seele. Natürlich, ein Gebet immer so schön. Aber an sich ist mein Stream jetzt nicht beendet, weil ich muss nur neu starten, auch schneller. Aber ein schönes Gebet, das mache ich immer sogar nach. Immer wieder. Ja, Bruder Danny, Gottes Segen. Gottes Segen. Da laden mir direkt welche ein. Ja, Bruder Danny, möge nur einer zu Buße kehren, Aber ne? hast du gemerkt, diese Unehrlichkeit? Genau. Einigkeit und Recht und Fake. Ja, guck mal, da ist der. Ja, Herr Ich wollte ihn gerade Jobcenter. einladen. Ich wollte ihn gerade einladen. Auf einmal sehe ich Und sein Gesicht, wie Geld? er scheint. Gab's Geld? Nee, noch nicht. Ja, bei mir gab es aber schon Geld. Wie Das noch sind die nicht? Ich sehe doch einen Vorteile. freshen Haarschnitt hier, Glatze, Bart geschnitten, hä? Ach, mein Cousin ist Friseur, krieg ich umsonst. Hi, Bobby, ist nichts Besonderes. Ah, ich dachte, das ist schon alles drauf. Ja, ja, erzählt mal, meine Fake-Christen, wie geht's euch? ja, Moment, wir haben worum gerade geht das schön den jetzt? Islam aufgedeckt und den Herrn Jesus Christus gepredigt. Und eine Muslima ist komplett ihr Leben zerbrochen worden. Jetzt denkt sie nach. Ist kein Problem, jeder hat seine Meinung und ich respektiere jede Religion und jede Meinung anderer gläubigen Menschen. So wie du einmal ein Profilbild hattest und Jesus drauf gemacht hast mit deinem Gesicht. Ich kann, ach egal, du wirst es ja eh nicht glauben. Ich kann Ist doch dir auch gut. nicht glauben, weil du sagst, ja, meine Freunde haben mir geschrieben, aber ich bin danach einfach live gegangen, ne? Und erst wo ein Pavlos kam und mich so verwiesen hat, dann habe ich es weggenommen. Hättest du das vorher weggenommen, dann hätte ich dir Und geglaubt. ich gebe dir auch vollkommen recht, wenn du mir das nicht gesagt hättest, dann und so, dann wäre das. Aber ist egal, alles gut. Siehst du, siehst Das, du, also, nee, siehst du? also meine Kollegen haben mir vorher geschrieben, aber ich, keine Ahnung, kein Plan auf Instagram, frag mich einfach, das war komisch, ist nicht schlimm. Das Thema haben wir doch jetzt schon gegessen, Das oder? Thema haben wir schon gegessen. Also, oben, AfD ist eine Gefahr. Hey, Bruder, guck mal,
Guck mal, jetzt mal nur Spaß beiseite. Jetzt mal nichts gegen euch, weil ich mag euch, sonst würde ich ja nicht immer den Stream annehmen. Guck mal, jetzt müsst ihr euch das mal so vorstellen. Jetzt kommt irgendeine willkürliche fremde Person, die uns noch nie gesehen hat. Die sieht erstmal einen Allmann da oben, der mit böse Augenbrauen, AfD ist eine gefährliche Partei. Mit Humor, nämlich mag dich. Unten, Yu-Gi-Oh! Karte, wir lachen, wir haben Spaß, du verstehst, was ich meine. Und dann noch einen Marokkaner mit jeder Bürgergeld soll schuften. Also wir haben drei verschiedene Contents in einem. Meinte die Frau wird nicht psychisch kaputt? Na jetzt mal Spaß beiseite. Jeder, guck mal, wir haben heute alles hier. Alles dabei. Wir haben heute alles dabei. Wir haben alle Content dabei. Und Ja, weißt du, genau. was das Wichtigste ist? Jesus Christus, er ist der Wahrhaftige. Dessen sage ich euch, kehrt um, tut Buße und nimmt Jesus an, bevor es zu spät ist. Seid von neuem Ja, geboren. Keine ja. Kirche wird dich retten, sondern dein Glaube an Aber Jesus Christus. Herr Jobcenter, hast du Jobcenter. dich schon mal überhaupt so allgemein so mal ein bisschen so, ja, so mit Glauben richtig tief beschäftigt? Oder überhaupt hältst du dich da komplett raus? Nee, ich halte mich ja nicht komplett raus, aber Ja. so, keine. So, also mich interessiert das ja schon, so ist das ja nicht, also um Gottes Willen. Ja, okay. Und was würdest du machen? Jetzt, sagen wir mal, die neue Weltordnung würde ab morgen kommen. Sagen wir mal, es gibt kein Bargeld mehr und die Leute werden gechippt werden. Würdest du diesen Chip annehmen? Also sagen wir mal, es wird so eine Digitalisierung, kein Bargeld mehr. Würdest du das mit dir machen lassen? Sonst kein Bürgergeld. Sonst kein Bürgergeld, kein Friseur mehr, kein leckerer Döner mehr mit Wenn scharfer das Bargeld Soße. doch abgeschafft wird, also was soll ich denn dagegen machen? Dagegen kann ich schon nichts machen, oder? Aber mit deinem Bürgergeld kannst du was machen. Annehmen oder ablehnen? Straße leben oder Bürgergeld genießen? Ja, normal. Ich nehme das Bürgergeld und von mir aus Digitalisierung. Das würde mich nicht interessieren, weil Nein, nein, ich. ich rede, dass du einen schönen Chip hier reintust oder hier reintust. Einen schönen Chip. Nein, niemals. Nein, aber ist dein Bürgergeld weg? Ist egal, dann ist das nicht schlimm. Ich Dann meine, dann bist du auf Straße und bettelst du. ist kein Problem. Zum Glück bin ich auf TikTok so, habe ich so viel Nein, Reichweite nein, und so viele nein. Die Anfragen. sagen, TikTok-Geld weg. Nein, nein, TikTok hat Weil dann du brauchst Chip. nein, 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 TikTok nein, ist nein. nicht. Nein, RFID gibt's Chip, kein ne? TikTok-Geld mehr, ne? Das weißt du, ne? Das ist dann Die machen Chip. Hand zu. Was Deutschland macht vergessen? zu für dich. Zu. Nein, nein, Quatsch, so läuft das nicht. Nein, 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 nein. Doch, Wusstest doch. du, dass sogar die AfD Der sogar in ihr Jobcenter, die neue Wahlprogramm diese Weltordnung wird sehr, sehr Digitalisierung schlimm hat? werden. Nochmal bitte, einer nur bitte was? Bitte, Ja, wo denn? oben, Dragon Ball, rede. AfD oben, rede. Ich meinte, die neue Weltordnung wird sehr, sehr schlimm werden. Sehr, sehr, sehr schlimm werden. Also, man nimmt das halt dann so hin. Was soll ich dir sagen? Also ich sag dir, es werden mehrere Milliarden Menschen sterben, ne? Ja, Milliarden klappt ja nicht, ne? Das geht ja nicht. Wenn sind ja nur 8 oder 9 Milliarden. Wenn mehrere sterben, dann gibt es ja keine Menschen mehr, ne? Ja, Ja, doch, und in Musik das kann man wird aber so ruhig, kommen. ne? Es wird aber so kommen. Sagt es. Ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Dass so ein Armageddon ist, der jüngste Tag gekommen ist von Gott. Dann ist das halt so, ne? Ich weiß nicht, Ja. Herr Jobcenter. Ich kann dagegen doch das eh nicht ändern. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich Doch, jetzt du kannst aber es ändern. du Jesus musst ja Christus annehmen und Seele ewige retten. Guck mal, Paradies bekommen. Herr Jobcenter, du musst dein Seele retten. Du kannst doch nicht so einfach so die ganze Zeit. Was Wow. ist das denn jetzt Was schon wieder? denn? Hey, wie, was ist das? Ich bin ein Lebkuchenmann. Wer hat gerade gesagt, was ist das? Bruder, ich hab einen Hunger. Stopp. Also, okay. Ich Wer hat mach gerade gesagt, verrückter, was ist Bruder. das? So später der Abend, so verrückter die Menschen, Bruder Ich will Danny. nichts essen, Ich weil bin kein Mensch, ich okay? habe Hunger auf Nachtisch. Ich würde am liebsten diesen Warte Keks. mal, schau mal. Da ist der Jobcenter-Mensch. Da ist Alice Scheidel oder sowas. Und wer bist du, Bro? Ich? Nein, der mit der Brille. Da hängt ein Bein aus der Hallo? Wolke. Ja, Ah. Okay, Ein wiedergeborener Christ. Ein Nachfolger Jesu ich Christi. glaube, ich bin hier genau richtig. Bin ich hier richtig bei den Anonymen für Übergewichtige? Ich bin übergewichtig und habe ein kleines Problem. Ja, bist du richtig hier. Hier, mit Weibel. Stimmt das, dass ich nächstes Jahr zurückrudern muss? Was denn? Stimmt es, dass ich nächstes Jahr mit einem Gummiboot zurück muss? Das kann sein, vielleicht, ja, glaub schon. Aber weißt du, in meiner Munity.com ist einer, der heißt Cabanossi und der fährt einen Dacia. Und ich sag so zu ihm, Cabanossi, ich werde nächstes Jahr abgeschoben. Er so, echt? Ich so, ja. Ich habe total Angst vor der Hohen See, wisst ihr? Ich habe Angst vor Hain und Kalmar. Das kann ich verstehen. Ja, die sind total gefährlich, Ja, Mann. weil du siehst ja auch lecker aus. Warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Ich rede ohne Punkt und Komma, da ist das Problem. Aber ich sag so, Cabanossi, weißt du, ich habe total Angst vor der Hohen See. Und er sagt, Bro, ich leih dir mein Auto.
Ich sag, wenn ich in der Heimat bin, das Auto wirst du nie wieder kriegen. Und dann meinte ich so, was für ein Auto fährst du? Er sagt, ein Dacia. Ich so, was? Ein Dacia? Ich sag, nein, Alter. Dann bevorzuge ich doch lieber ein Schlauchboot und so ein paar Ruders. Und dann paddel ich einfach über hohe See bei Wind und Wetter mit Hain und Kalman. Alter, ich fahr doch nicht mit dem Dacia. Wo bin ich gelandet? In Rente, Leute. Hä, wie, wo bist du gelandet? Bei dir hängen ein Bein aus der Wolke. Wo bist du gelandet, Mann? Ja. Ein Bein aus der Wolke. Das ist egal, glaub mir, das wirst du eh nicht kapieren. Nein, ich komme in die Hölle. Was hat denn das? Mein Lieber, du brauchst nicht die Hölle begegnen. Du musst den Herrn Jesus Christus annehmen, da wirst du das ewige Leben bekommen. Und wenn nicht? Dann wirst du die ewige Qual bekommen. Aber weißt du, ich finde Politik und Religion hat auf dieser Plattform gar nichts zu suchen. Und jetzt kommt ihr, Schlauberger. Ach so, also das ist ganz normal für dich, als Keks rumzusaugen, also als ja, Lebkuchen rumzulaufen. Ey, ich schwör's dir, du kannst gerne in meine Streams kommen. Ich rede sogar draußen an der Tankstelle so und ich zeig sogar mein Face. Pass auf. Ja, dieser Keks, wie der mich angeguckt hat, du gerne. Ey, nenn mich nicht Keks! Der hat mich angelächelt und ich konnte nicht mehr, ey. Wie soll ich da ernst bleiben? Ah, warte mal kurz, ey, Beinchen, warte mal kurz. Ey, Jobcenter-Freund, ich habe auch eine Glatze. Ja, bitte. Bist du der mit den Videos mit Bürgergeld und so? Ja, das ist hier mein Live-Kanal nur, ja, das stimmt. Dann bin okay, ich finde deine Videos toll. Das machst du ganz toll. Auch danke, wenn du mit marokkanisch frühstückst. Ahle, wo ist Ahle? Habubi. Habibi Elbi. Ja. Leute, ey, ich bin kein Araber. Nein, bin ich wirklich nicht. Okay. Ich war mal in Berlin. 5 Minuten Sonnenallee. Nee, nee, bitte mach du. Ich habe die Kraft nicht. Ich hatte ja, schon. Okay, warte kurz. Ey, Beinchen, warte. Ey, Beinchen, du wartest bitte auch kurz, okay? Ja, ich bin ungefähr in 45 Minuten fertig mit dem Reden. So lange unterhalte ich euch, eure Community und euch. Nein, nicht weglaufen. Ey, Beinchen, man rennt nicht weg, okay? Nicht weglaufen. Also, Jobcenter macht das ganz gechillt. Was ist los, Chat? Wo ich komme also, auch drauf gar nicht klar. Hast du auf Karaoke? Ey, Leute, selbst drauf. Bürgergeld kommt nicht drauf klar. Keks, ich will dich was fragen, kleiner Keks. Keks. Ich bin 1,12 Meter. Keks, eine Frage. Nein, Lebkuchen. Erst wenn du mich Mr. Lebkuchen nennst, dann Mr. Lebkuchen, ich habe eine Frage. Ich küsse dein Auge, okay. Danke. Glaubst du an Gott? Sind wir auf TikTok? Oder sind wir in der Kirche? Oder in der Moschee? Oder keine Ahnung, wo? In der Synagoge? Nein, sind wir nicht. Gott hat immer Platz. Er hat dich doch erschaffen. Also, schaut mal, ich finde es ja okay, dass es Menschen gibt, die religiös sind, die nicht religiös sind. Es ist jedem selbst überlassen. Aber lest euch mal die AGBs durch. Wenn ihr eine Live-Sperre bekommt, dann habt ihr selber Schuld. Aber Mr. Kicks, bitte. Okay. Ja? Mr. Kicks, nein, jetzt ehrlich, hast du schon mal was von dem Herrn Jesus gehört? Mr. Kicks, das von wem? Von dem Herrn Jesus Christus. Bro, ich bin nicht so der Hellste. Und allgemein, du glaubst du an Gott, ja oder nein? Und wenn ich dir die Frage beantworte, bist du dadurch dann innerlich erleichtert oder nicht? Ja, dann bist du besser. Okay, und was bringt dir das? Hm. Kannst du davon sagen, ey, jetzt noch 3 Rosen, dann alles mal 3? Nein. Nein. Leute, ich mein's ernst, also ich mein's überhaupt nicht böse. Vielleicht kennt Herr Jobcenter sich aus. Informiert euch, lest euch die AGBs durch. Es kann zu einem totalen Live-Bann kommen für euch. Aber ja, er ist größer. Ich distanziere mich so von Religion. Ich distanziere mich komplett aber von Religion. Mr. Keks, hören Sie mir zu. Es geht hier um Ihre Ewigkeit. Guck mal, es ist okay, wenn es dein Content ist und deine Immunity kommt, dich dafür so feiert. Ich find's okay. Aber der Keks, es wäre doch traurig, wenn Sie verloren sind. Ich glaube, ich habe voll den Haaren im Mund, Alter. Der Keks. Stimmt eh nicht. Wunder, Danny. Hätte sich doch Leistung ganz beendet. Mr. Keks, bitte, bitte hören Sie mir zu. Richtig, Mr. Keks. Mr. Keks, bitte hören Sie zu. Ich warte, er ist gleich fertig. Ja, bitte, sieht's mal. Oh, scheiße, meine Nase läuft. Oh, Mann. Ah, Kacke! Ah, das ist voll... Ah, Mann! Ich hab mich jetzt auf Wunder, denn ich kann nicht mehr, ey. Warte, Mr. Keks. Okay, ja, bitte, Mr. Langbart und... Wir sind hier, wir haben einen Content, wir verkündigen das Evangelium. Okay, prima. Also er auch zum Beispiel, hier oben, Pablos, er auch verkündigt... Ja, Pablos ist direkt unter mir.
Ach so. Auch er verkündigt das Evangelium. Wir sind hier. Unser Content ist halt, wir predigen das Wort Gottes. Okay. Und. Eine andere Frage. Kommt einer von euch aus Hamburg? Ist doch jetzt vollkommen egal. Erzähl mal. Nein, es geht genau um euer Content, wirklich. In Keks, der bitte. Hamburger. Halt, stopp! In der Hamburger Mönckebergstraße rennt einer rum mit einem Ein riesengroßen. Keks aus Rand und Kennt ihr Band oder den? Pizza Hey, Keks. bitte, kennt ihr den? Ah, oh, es tut mir leid, wenn du mich nicht verstehst, dann wir reden wie Mr. Lee, okay? Okay. Gut. Also, in der Mönckebergstraße rennt einer rum, der hat ein Riesenkreuz. Aber er selber auch. Also, er schleppt eins mit sich und er redet dann auch über Sir Jesus. Der predigt auf der Straße. Er ist ein Mann, ein Macher. Warum stellt ihr euch nicht zu ihm? Warum unterstützt ihr ihn nicht? Aber legt euch nicht mit dem an, ne? Überall das Wort Gottes, auf der Straße, im Internet, überall. Benutzen, Okay, Mr. okay, Keks, wir okay. benutzen alle Plattformen, um das Evangelium hier zu verkündigen, Herr Mr. Jobcenter, was Keks. reden die eigentlich? Ich möchte mit Herrn Jobcenter reden. Keine Ahnung, Bruder, Bro, die wie labern kann ich mich auch Kindergeld voll. kriegen? Aber auch Herr Jobcenter ist fix und fertig davon. Der ist auch am Ende. Wovon? Es sieht so aus, ob er am Ende wäre. Aber Mr. Keks, ich bitte dich, du mach dir bitte die Gedanken über deine Ewigkeit. Ah, ich habe voll Rauch ins Auge bekommen. Okay, also eine andere Frage. Pass auf. Ihr habt mich ja eingeladen, richtig? Richtig. Bereut ihr es? Nein. Was? Okay, Weißt dann du kann ich ja noch warum? richtig einen draufsetzen. Weißt du warum? Weil jeder der Herr Jesus Christus braucht und jeder soll davon hören, das schöne Bitte, Evangelium, Leute, schöne bitte. Botschaft, die Liebe, die er uns gibt, der für uns bezahlt und wer von neuem geboren ist, wird das ewige Okay, Leben okay. bekommen. Jeder soll Aber wisst einfach ihr nur was? Ich suchen. empfehle, wartet mal, ich empfehle euch Shawarma zu essen. Das ist total Ja, lecker. mein Ich mag Mitbruder Danny, ne? Shawarma. Wieder so nickt, ne? Und da war Andechit, ey, ist doch Ja. krank. Mr. Ja, Keks, wirklich, ich hören mein's Sie. total ernst. Also passt auf, ich kann ganz viele Fremdsprachen. Erst recht am Wochenende, wenn ich total blau bin. Alter, Okay, aber Danny, es hat keinen Sinn. nein, es hat keinen Lass Sinn. Es weiterziehen. hat keinen Sinn. Ich komme eh in die Hölle. Du kannst Nein, dich für den Herrn fuck. Jesus entscheiden. Doch, nein, Keks. wirklich. Ich habe sogar Pietro Lombardi bei mir manchmal im Stream und ich so, ey Pietro, er so, ja. Ich so, ey, er so, was? Ich so, wow, er so, hä? Ich so, kannst du mir Jetzt muss ich den einmal gucken, bisschen Wasser geben? jetzt muss ich einmal gucken. Willst du zugucken? Hast du wirklich Pietro und Lombardi in der Sim und erzählst du nur Keksgeschichten? Nein, nee, ich bin mit ihm befreundet. Oder Also sind jetzt das nur deine war. Keksgeschichten? Ja, ganz genau, das sind meine Krümelchens. Was steht da? ADHS-Livestream, Tourette, Videos bis zum Ende anschauen, Spam, liken, blocke mich. Ja, verstehst du? Was? Wie blocke mich? Was ist denn Ja, deine Bio, blocke mich? Blocke ich soll da stehen, ich bin Analphabet. Okay. Verstehst du? Gewisse andere Propheten. Mein Bester, ich will dir nur sagen, fang an Okay. nachzudenken, fang an zu suchen. Ja, jetzt bist du ein bisschen erschreckt, weil du denkst, ey, ich habe dich gar nicht erwartet in TikTok. Aber nach dem Okay, Stream okay. kannst du wirklich Gedanken machen, weil es geht ja um deine Ewigkeit. Du hast doch eine Hey, Seele. lass meine Ewigkeit aus dem Spiel und ich lass deine aus dem Spiel. Guck mal, es geht doch um deine Ewigkeit. Nein, lass meine Ewigkeit aus dem Spiel. Bitte, Mr. Keks, warte Lass mich bitte, erst böse gucken, Mr. Beinchen, Mann. Keks. Hat jemand ein Taschentuch? Okay, Bruder Danny, was sagst du? Ich will Mr. Keks sagen, Ja. Jesus liebt dich Danke. und ist für dich ans Kreuz gegangen. Okay, danke. Was ich sagen möchte, ist, du bist geliebt, du kannst jederzeit nach Gott Alter, das ist voll fragen. die Lüge des Jahrhunderts, Bro. Meine Eltern haben mich nicht mal geliebt. Warum soll mich jemand anders lieben? Aber Gott liebt dich. Okay. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht Kannst du verloren geht, Fremdsprachen? ewiges Leben bekommt. Und auch du, Mr. Kicks, kannst das ewige Leben bekommen. Okay. Aber weißt du was? Und ich gebe dir 5 Minuten Sonderlehre und du sprichst fließend Arabisch. Dann kommen sie auf dich zu und sagen so, hey, Shuya Salami. Und du so, ja, Wayne, Habibo, wo warst du? Oder wo bist du? Ey, Jobcenter, hör mir gefälligst Wenn zu. sich das anhört, ob der sowas genommen hat, so, weißt du, so, ob der sich so irgendwas reingeknallt hat Da und habe den ich ja Bad Probleme. Boys 1 So geguckt gewisse hat. Kekse, die mit grünem Keine Zeug beladen sind. Ahnung. Also pass auf. Und ich so, Kifak. Und er so, Alhamdulillah, Kifak in der Habibo. Ich so, Habibi Elvi, ich küsse dein Herz. Hä? Ja, 5 Minuten Sonderlee und die redet fließend Arabisch. Mr. Wirklich. Keks. Ja, bitte, Mr. Bart. Geht um die Ewigkeit. Wirklich. Du Ja, wirst Mann, eines das ist voll Tages langweilig, ein. Bro. Es ist wirklich nicht mein Content. Ich habe Respekt davor, dass du es machst und dir hilfst und anderen eventuell hilfst. Aber mir ist nicht zu helfen. Ich habe so viele Psychologen gehabt.
Alter, die sind alle unter Behandlung und beschmieren ihre Wände mit Fäkalien. Aber ich kann dir sagen, ich kann. Das kann ich mir nicht geben. Ey, komm, Bruder, deine Witze. Na gut. Ich schaff das nicht. Renta. Ich schaff das nicht, ey. Das ist doch Wahnsinn, ey. In was eine Welt wir doch leben. Dafür habe ich nicht die Kraft. Tatsächlich. Ich glaube, er will nicht geholfen werden. Ja, ich glaube auch. Er betet trotzdem für ihn. Er ist ein Schock für ihn. Der kennt ja sowas gar nicht. Und auf einmal erzählt jemand. Vermisst der Jobcenter. Junge, was war das denn für ein vercrackter Keks, Alter? Nein. Möge der ihn segnen. Möge er zurückkehren. Ah, ja, normal, aber kennst du doch. Was, der Lebkuchenmann von Schreck? Ja, hab ich mir auch kurz gedacht. Das sah ein bisschen danach aus. Aber Jobcenter, jetzt geht es eigentlich auch um dich. Du musst doch auch nachdenken, wie viel Zeit du doch hast sogar am Tag. Warum? Wo andere 9 Stunden auf der Fläche sind, bist du 9 Stunden noch immer weiter zu Hause. Denk doch nach. Du kannst doch ein Buch aufschlagen, 5 Minuten lesen, ist das so viel? Das stimmt. Dann lies doch die Bibel. Komm, wir machen einen Deal. Ja. Ich hole dir eine Bibel. Ich lasse es dir zusenden. Okay. Kostenlos. Kein Geld, nichts. Kostenlos. Ja. Und du liest es dir 5 Minuten durch. Hm. Und in meinem Sinn kannst du immer Fragen stellen. Ich überleg's mir. Da kannst du immer so 1, 2 Fragen aufschreiben. Kommst in den Stream rein, machst die 1, 2 Fragen. Und danach können wir über andere Sachen noch mal ein bisschen reden. Aber Jobcenter, es geht hier wirklich um die Ewigkeit. Wirklich. Ja, um die Ewigkeit, ich verstehe. Viele haben darüber gelacht, aber glaub mir, eines Tages werden alle Menschen vor Gott stehen. Ne? Denn es ist Gesetz, dass der Mensch einmal stirbt, danach das Gericht. Und die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ne? Wo werden wir unsere Ewigkeit verbringen, Hölle oder Himmel? Ne? Das entscheiden wir selber. Wir haben einen freien Wille. Ne? Okay. Deswegen, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Mit Gott in aller Herrlichkeit oder ja in den ewigen Feuersee mit Satan und seine ganzen Satanisten und die Dämonen, ne? Gebe ich dir recht. Weil die Welt, siehst du doch, die Welt ist verdorben. Diese Welt wird von Satan und seine Dämonen geführt. Die Welt ist wirklich verseucht. Deswegen, verseucht. Guck doch mal die Kinder an, guck dir doch mal an, jetzt alleine. Die bringen ein Gesetz raus oder allgemein, Kinder können sich jetzt im Kindergarten erforschen. Was ist das? Jetzt ohne Witz. Das finde ich leider auch ein bisschen doof. Alleine, dass die Politiker sagen, Kinderpornografie wird nicht mehr so hart bestraft. Hä? Wie? Ja. Was ist das denn? Was ist denn die nächste Vorstufe? Das ist doch alles nicht mehr normal, was hier abgeht in dieser Welt. Ja, gut, die Menschen sind dann halt am Schlafen, ne? Und der Satan hat es geschafft, die Menschen zu auszutricksen, zu verführen, zu manipulieren, ja, und zu kontrollieren. Ne? Er ist ein Meister der Verführer. Ein Meister der Verführer. Das stimmt. Und auch ein Meister der Täuscher, deswegen. Er war auch der höchste Engel. Also wenn er geschafft hat, Engel zu verführen, ja, dann mit Menschen ist das ja nix. Das ist ja ein Klacks. Ach, Junge, Junge. Ihr seid mir doch aber auch hier Nervensägen, Alter. Du hast doch immer uns nicht in YouTube gepostet. Habubi, relax. Jeden Tag kommt ein Video. Euer Video wird im Laufe des Lebens sich so etablieren. Oh, Hat der Besessene gerade... Alter. Kam gerade ein Djinn in dir, oder was? Ah, ey, das war die Besessenheit. Das war die Besessenheit. Der kam aus dem raus. Ah. Da merkst du es. Da spricht er. Augen sehen. Ich will jetzt nochmal die weißen Augen sehen, Herr Jobcenter. Da merkst du es, was jetzt. Bürgergeld aus einem Menschen macht, meine Lieben. Was Bürgergeld aus einem Menschen macht. Geht arbeiten, hey. Zahlt die Steuer mit Liebe. Denn Jesus sagt, auf diese Münze ist der Cäsar drauf. Gebt den Cäsar, was den Cäsar gehört, behaltet das, was euch gehört. Und auf der Euro-Münze ist Europa drauf. Gebt Europa, was Europa gehört, behaltet das, was euch gehört. Fertig. Punkt. Genau. Ja, guckt euch den an. Der hat gerade einfach kurz Gin gehabt. Durch Bürgergeld. Fangt dann nachzudenken.
und nicht Bürgergeld zu beziehen. Nutz den Staat nicht aus. Ordne dich der Obrigkeit unter, wie es in Römer 13 steht in der Bibel. Arbeiten gehen, genau. Arbeiten gehen, genau. Aber eigentlich, Jobcenter sagt sogar selbst Arbeitsamt, dass du arbeiten ja sollst, ne? Und du musst denen auch Bewerbungen liefern, 10 pro Monat eigentlich. Du hast keine gesundheitlichen Einschränkungen eigentlich an sich, sage ich als erste Linie. Da bist du vermittelbar. Wie regelst du das denn? Guck mal, nochmal was? Da antwortet er einfach drauf nicht, weil er kennt nochmal sein Jobcenter, einmal sieht es vorbei. Ah, siehst du? Da merkt er es. Da merkt er es. Was denn? Du musst, was du denn? Musst umkehren. Du musst einfach umkehren, Jobcenter. Einfach umkehren. Mehr musst warum? Du. Weil du ein Sünder bist. Warum? Falsch. Weil du sonst das ewige Höllenfeuer bekommst. Nach deinem Tod. Okay. Das ist nicht schön. Guck mal, du genießt gerade dein Bürgergeld. Okay, mögest du 40 Jahre genießen, kein Problem. Mach den 9a nur dübel. Nimm auseinander, kein Problem. Und was ist dann? Was passiert nach deinem Tod? Wer versichert dich da? Jobcenter steht da nicht vor der Tür. Da hast du recht. Was dann? Gute Frage, mein Freund. Nachzudenken. Das Leben ist begrenzt, Jobcenter, ne? Gott weiß, wann wir leben und wann wir sterben. Nur Gott weiß es. Das sage ich dir. Das stimmt, mein Freund. Fang wirklich an, nachzudenken und fang an zu suchen. Es gibt ja nur eine Wahrheit, nicht 20 Wahrheiten. Wenn wir Seele verkaufen, lohnt sich nicht. Für die paar Jahre, die du hier lebst. Die paar Jahre hier. Seele verkaufen lohnt sich nicht. Dann lieber zu den Händen Jesus Christus, lieber jetzt leiden lieber und dann in der Ewigkeit mit Gott sein und dann Frieden haben in aller Ewigkeit, anstatt mal hier Seele verkauft für ein paar Jahre, dass du hier ein paar Jahre was hast. Alles vergänglich. Richtig. Das stimmt. Was ist das denn? TikTok wird immer heftiger. Beruhig dich. Alles gut. TikTok wird immer heftiger, so später der Abend. Also, ich höre euch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Seid ihr aus Deutschland? Ja, genau. Okay, also ich laue euch alle zuerst einmal das Plus weg. Und dann, wenn ihr ein Match macht. Ich mache keine Matches. Ich verkündige den Herrn Jesus Christus, dass er dein Gott, dein Retter ist. Alles klar. Ja, dann, was machen wir? Diskutieren, wenn ihr etwas redet. Dann. Ja, lass doch reden. Ich habe eine Frage. Okay, alles, was du möchtest. Was ist für dich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit wäre, wenn wir alle genug zu essen hätten. Weil okay, die Welt hat keine genug Essen zu trinken. Die Welt hat es, aber es ist ungerecht verteilt. Genau, das ist es. Es wird ungerecht verteilt. Das ist leider natürlich ungerecht verteilt. Meinst du, diese bösen Menschen, die das kontrollieren können, damit es ja ungerecht verteilt ist, meinst du, die kriegen eine Strafe? Leider nein. In dieser Welt leider nicht. Was denkst du nach dem Tod? Kriegen die da eine Strafe? Ich hoffe es schwer, dass sie dann eine Strafe bekommen. Ja, ich hoffe es, ja. Ja, und das sage ich dir. Amen. Die werden sogar nach dem Tod eine heftige Strafe bekommen. Das nennt sich Höllenfeuer. Weil Jesus Christus ist gerecht und barmherzig. Die Hochmütigen widersteht er, den Demütigen ergibt er sich und gibt dem Barmherzigkeit. Wir sehen, dass Gott eine Gerechtigkeit hat. Er wird abrechnen. Du hast deinen freien Willen. Du kannst machen, was du willst. Dein freier Wille. Das ist das Geschenk von Gott. Was du aber machst, hat am Ende Konsequenzen. Was man sieht, das erntet man. Und wenn man dann tot ist, kommt dann das Gericht. Und dann wird jede Sünde aufgezählt. Und dann wird nachgeschaut, ob du gerecht warst oder nicht. Amen, ich sage dir, kein Mensch in dieser Welt ist aber gerecht. Nicht ein einziger. Du nicht, ich nicht, er nicht und er nicht. Keiner. Wir sind alle Sünder. Aber es gibt jemanden, der war auf dieser Erde und der war gerecht. Der hat keine Sünde. Das ist Jesus Christus. Und er ist für uns gestorben und auferstanden. Wer an ihn glaubt, ist auch gestorben und auferstanden. Durch den Glauben an Jesus haben wir Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gesprochen, weil er für uns bezahlt hat.
Also wenn wir sterben, in ihr Paradies. Und die bösen Menschen gehen in die Hölle. Ich hoffe es, ja. Das wäre schön, wenn es so wäre. Es wäre schön, es, ja, wenn es so ist. Tatsächlich. Ich empfehle dir tatsächlich, Gott zu fragen, wer bist du? Was ist die Wahrheit? Wenn du wirklich suchst, so wirst du fündig. Lies die Bibel. 5 Minuten pro Tag ist nicht viel. 5 Minuten, komm. 2 Minuten. Das ist nicht viel. Das ist so. Hast du schön gesagt, Bruder. Hast du schön. Der Herr segne dich und deine ganze Familie, Freddy. Jemand schreibt bei mir, warum? Was warum? Warum ist die Banane krumm? Oder was meinst du, Bruder? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich empfehle dir wirklich, Freddy, nachzudenken und nachzusuchen. Ne? Weil eine Gerechtigkeit gibt es ja. Warum Hundefilter? Ja, der Freddy ist am Schaffen da. Ich kann jetzt nicht mit meiner Maske rumlaufen, sonst haben wir Paranoia. Nur da, der Bruder. Bruder, den hast du das gesehen? Ja, er ist gut. Ich bin gerade richtig ab hier. Gut drauf. Danke. Ja, Moose, ich liebe Moose. Der nennt sich Freddy Krüger. Komm, Bruder, Danny, willst du was Schönes sagen? Versus ja, Goli. Jeder, der hast du Namen schön gefühlt, dann hier im Chat. Also, meine Brüder, ich habe jetzt dann gerade einen Match, aber ich habe noch Jannes Plus geklaut und wir sehen uns bestimmt wieder. Okay, ich habe jetzt gleich ein Match und meine Supporter warten drauf. Komm, ich schau dir auch den Plus weg, wir sehen uns bestimmt wieder. Danke vielmals. Und hoffentlich, Freddy, beim nächsten Treffen. Hoffentlich ein bisschen Bibel gelesen und Gott gefragt. Ist das ein Deal? Alles wenn du, guck mal, wenn du bisschen Bibel, nur ein bisschen Bibel gelesen hast und Gott gefragt hast, wir machen ein Match. Versprochen. Ich habe die Bibel schon gelesen. Auch der Koran, jetzt nochmal. Jetzt nochmal und Gott jetzt richtig fragen. Und dann machen wir, ich verspreche dir, wir machen ein Match. Von mir aus Big Match. Neue oder das Alte Testament? Fang mit den Neuen an, damit du erst verstehst. Alles gut. Danke für den Tipp, Bruder. Der Herr segne dich, dich und deine ganze Familie. Ich halte mein Wort. Wenn du dein Wort hältst, halte ich auch mein Wort. Wir machen dann ein Big Match, wenn das du natürlich ein bisschen liest und Gott fragst. Und das ernst meinst. Die Ernsthaftigkeit ist ja wichtig. Okay. Okay. Gottes Segen wünsche ich dir. Danke für deine schönen Worte. Ich danke den Herrn. Gott segne dich und deine Familie. Und Gott segne dein Freund daneben. Könnt ihr raus, ist gut. Ich weiß Gott nicht, wie das funktioniert. Geht ihr raus, okay? Sorry. Ach so, wir. Komm, Bruder Danny. Danke viel. Mal schauen, ne? Ob er wirklich nachdenkt. Ne? Hoffen wir und beten wir auch dafür. So, ist Bruder Danny raus. Ja, beten, ne? Dass er wirklich das ernst meint. Ja, ich hoffe, dass sie sich auch darüber Gedanken machen, aber... Die Schrift sagt auch, ne, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Ne? Es ist eine Torheit für die Menschen. Die können damit nichts anfangen. Sozusagen verwerfen sie die Wahrheit für weltlichen Wohlstand. Sie verwerfen die Wahrheit, diese kostbare Wahrheit. Da wollen gleich 2 mit rein. Ja, schaut mal bei Isa Heisenberg. Ach so, es war ein Anschlag in Istanbul, ne? In einer katholischen Kirche oder so. Habe ich gehört, ne? Muslimischer Hintergrund, Anschlag. Ja. Ist ja nichts Neues, ne? Ist ja nichts Neues. Ja, von dem Islam nichts Neues. Was hat der von Islam erwartet? Den Frieden, dass sie den schönen Frieden bringen? Nein. Die bringen natürlich Mohammeds Wort weiter mit Sure 9, 29, Sure 9, Vers 5. Ne? Ja. Das ist traurig. Das ist einfach nur traurig. Ihr seht es, Christen werden einfach verfolgt. Das ist denen vollkommen egal. Solange du kein Muslim bist, bist du für den nichts wert. Das ist das Problem. Leute, Muslime, die hier in Europa sind, das sind doch nur niemals Muslime. Das sind Kuffars. Die haben ja keine Ahnung von dem ganzen Islam. Einer schreibt Meinung zur Orthodoxie. Ich empfehle euch, keine Religion wird euch retten. Aber die Bibel, Jesus Wort, wird dich retten. Wer nicht von neuem geboren ist, wird das Reich Gottes nicht sehen. Ich lese es jetzt selber vor. Nicht ich sage es, die Bibel sagt es. Johannes 3, Vers 3. Keine Kirche rettet, nur Jesus, denn wir sind die Kirche. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Guckt euch das an, was in Johannes 3, Vers 3 steht. Da steht drinnen:
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sagt die Bibel, Jesus. Neugeboren heißt, altes Leben wegschmeißen, neues Leben beginnen mit Jesus, Buße tun, Sünden an Gott abgeben, komplette Nachfolge ernst meinen, Ernsthaftigkeit. Im Herzen glaubt man, im Lippen bekennt man. Genau. Was müsst ihr machen? Also Leute, wenn ihr zu den Herrn Jesus kommt, dann 100%. Dieses Halbherzige, das bringt nichts. Er wird euch so oder so irgendwann ausspucken. Das ist eine Frage der Zeit. Entweder ganz oder gar nicht. Einmal. Genau. So. Gibt es da bei Orthodoxe nicht? Eine Orthodoxe kennt sogar nur was die Wiedergeburt. Die Orthodoxe hat eine Babytaufe. Lustig die über die Wiedergeburt. Orthodoxen machen sich lustig über Johannes 3, Vers 3. Genau. Einige Orthodoxen. Aber ich sage jetzt über die Lehre der Orthodoxie, die sagt Babytaufe. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, 38, Babytaufe ist unbiblisch, das ist nicht richtig. Weil jemand, der sich taufen lässt, muss Buße tun. Da steht geschrieben, Apostelgeschichte 2, 38, da steht drinnen, kleiner Augenblick, das habe ich sofort. Sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung. Mach mal Musik, bitte. Was ist das denn? Oh mein Gott. Was ist hier los? Wie geht's dir? Ich kündige den Herrn Jesus Christus. Guck mal, der hat sich schlau gemacht. Alles Täuschung. Er hat sich schlau gemacht. Ey, was war das gerade? Ey, Das war Shaitan persönlich, der hat einfach mich abgelenkt. Ich wiederhole. Ey, ich darf nicht lachen, ne? Aber das war eine Nonne als Mann. War Nonne als Mann verkleidet mit Lippenstift. Guck mal, ich will nur die Bibel fest sagen, dann können wir den 666 begrüßen. Da sprach Petrus hin, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, Babytaufe unbiblisch, das bedeutet, weil ein Baby kann keine Buße tun, sondern ein Kind oder ein Erwachsener kann Buße tun und kann Jesus annehmen und ihn verstehen. Aber ein Baby nicht, deswegen unbiblisch. Haltet euch nach der Bibel, ist doch, besser geht's nicht, nur die Bibel. Jetzt erstmal Gottes Segen an dich. Hast du mir alles Täuschen gekauft, wie kommst du jetzt darauf? Jetzt haben wir einen neuen Bruder Danny, der den Islam aufdeckt. Seiten wechseln, will er hier die Seiten wechseln? Ich habe tatsächlich den Koran als Hörbuch komplett von Anfang bis Ende mir angehört. Und, was sagst du dazu? Sei ehrlich. 15 Stunden ging das und ich sag dir mal so, am Anfang dachte ich, ja, okay, könnte vielleicht so die Wahrheit sein, aber dann nach einer Zeit, ja, das sind Stories, Geschichten, wenn man den Kontext nicht versteht, den biblischen Kontext, würde man gar nicht wissen, worum es geht. Ja, generell, ein Koran muss man sogar mit Tafsir anschauen. Und jetzt, was du hast gerade die Zerstörung des Islams in deiner Hand. Ja, das habe ich mir extra gekauft, um nochmal zu lesen, mich schlau zu machen, da ich ja natürlich die Wahrheit suche. So ist es nicht. Ich habe tatsächlich dieses Buch nicht, aber ich kenne jemanden, der es hat, habe ich mal einmal auch mal geschaut. Das ist sehr, sehr stark. Ja, hat Christian Prinz geschrieben. Er hat alle Quellen genommen von Gelehrten. Der hat Koran zitiert. Er hat alles, was authentisch ist und kein Muslim mehr verleugnen kann, hat er einfach rausgehauen und gesagt, guck mal, da steht doch auch in Islam. Was sagt ihr dazu? Guck mal, tu mal einen Gefallen. Lies mal ein paar Überschriften, Inhaltsverzeichnis. Nur das Inhaltsverzeichnis, diese Überschriften. Okay. Guckt euch das an, was da alles enthalten ist. Ey, ihr, das ist Wahnsinn. Nur diese Inhaltsverzeichnis. Diese hier? Genau. Mach einfach so ein paar Runden, einfach so. Allahs Worte, Antwort an Harun Yahya, Zusammenfassung der islamischen Religion. Wer ist Allah? Was Allah von sich selbst sagt? Wer ist der Heilige Geist im Islam? Wer sprach zu Maria? Wer war Mohammed? Sein richtiger Name Katem. Wann wurde er geboren? Es wird schlimmer. Guck dir das an. Mohammed war ein Adoptivkind. Wer sagte Mohammed, dass er ein Prophet war? Warum dreht sich der Islam? Islamische Verfassung, Enthauptung nicht muslimischer Gefangenen.
Wenn Muslime dein Land übernehmen, was dann? Der Pakt von Umar. Ich kenne einen Muslim und er ist ein sehr netter Mensch und er ist mein Freund, Ausrufezeichen. Islam bedeutet Frieden, Fragezeichen. Der Islam ist das komplette Gegenteil des Wortes Frieden. Gerechtigkeit im Islam, kurz gesagt, das Blut aller Nicht-Muslime darf und soll vergossen werden. Mohammed der Gott, von Khatem zu Mohammed. Mohammed der Allpreiswürdige und Ahmed der Gepriesene. Die Unterwäsche des Propheten ist ein das Kranke genesen lässt. Mohammed verkauft Grundstück im Himmel. Mohammed gibt Geld. Aus Neid heraus befehligte Mohammed den Mord an einem großartigen Gläubigen. Die Erbsünde stellt keine Fragen, hört nichts Böses und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr. Und wenn du dann diese Themen anschaust, ne, die sind dann noch schlimmer, weil die so kleine Überschriften nochmal so haben, weil der fängt mit einem Thema an und dann kommt der gar nicht mehr zu Ende, weil der weiß, da gibt's auch noch was, da gibt's auch noch was und hier noch was. Das ist so heftig da drin, ne? Glaub mir, alle, zeig mal für die Leute nochmal alles Täuschung. Könnt ihr sich einfach mal kaufen in Amazon? Auf Deutsch. Allah Täuschung. Einfach eine Zerstörung des Islams. Also wirklich, wenn das wirklich alles stimmt, was da. Das stimmt. Das hat bis heute kein Gelehrter verleugnen können. Kein Gelehrter hat es geschafft, es zu verleugnen. Grüße Gott, sind wir leid. Salamu alaikum allerseits. Alaikum salam. Wie geht es dir? Mir geht's super, wie geht's euch? Gott sei Dank geht's mir gut. Gott sei Dank, haben die Jesus. Bilal, was machst du so in TikTok? Was ist dein Content? Mein Content? Ganz normal einfach mit meinen Zuschauern ein bisschen quatschen und Zeit vertreiben. Ein bisschen Quatsch. Du bist Muslim, richtig, Bilal? Das ist richtig. Praktizierender Muslim oder so Euro-Shisha-Muslim? Praktizierender. Oh, fünfmal am Tag am Beten? So gut wie ich kann. Okay, fünfmal am Tag am Beten ist eine Voraussetzung, sonst ist man ja kein Muslim, ne? Ist ja die das würde ich jetzt nicht so bezeichnen, aber auf jeden Fall ja, so gut wie ich kann. Ja, so. Gut. Also gegen die Al-Qaida. Okay. Wenn mehr, Bilal. Nee, also ich mach's mal jetzt ganz schnell und kurz klar. Wird jetzt hier eine Predigt über irgendwas gehalten oder? Ich halte keine Predigt, ich will nur Fragen stellen. Gut, für Fragen würde ich jetzt hier nicht da. Ich dachte, das wird jetzt so ein Match oder so oder sonst etwas davon. Du kannst gerne ein Match machen, ist kein Problem. Da, wenn ich dir Fragen stellen darf. Achso, nee, dann alles gut, dann weiß ich Bescheid, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, Bilal, ich hätte nur eine Frage. Darf man keine Fragen stellen? Ich bin jetzt nicht jetzt für Fragen gekommen, ich dachte jetzt kurz unterhalten, ein bisschen reden. Ja, also was heißt das? Unterhalten natürlich. Na? Wir unterhalten uns. Wir unterhalten uns dabei. Du kannst dir Fragen stellen, kannst dir fragen, was du willst, ist kein Problem. Gerne Menschen, so ist es nicht. Über was geht denn überhaupt? Über was geht überhaupt die Fragen? Ja, meine Fragen sind so, ich will ein bisschen deine Religion kennenlernen. Meine Religion? Ja, genau, Islam. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass du schon viele über die Religion aufgeklärt hast, oder? Ob ich aufgeklärt? Kennst du mich? Ja. Nein, ich kenne dich nicht, aber es hat mich, ich kenne schon, also ich weiß, ich kann mir ungefähr deinen Content vorstellen. Was soll denn mein Content sein? Auf einer irgendeine Art und Weise die Leute so die Religion zeigen und, wie soll ich dir sagen, es so vorstellen können, dass die Religion entweder von da einerseits besser sein sollte oder der rechte Weg sein sollte und andererseits einfach Religion. Dass man darüber gesprochen wird und aufgeklärt wird. Und wie sehr ahnungslos. Lassen wir mal die Religion beiseite. Da habe ich mal so eine Frage, Bilal. Ja. Allgemeinfrage. Mhm. Würdest du sagen, wenn so ein Mitte 50-Jähriger so eine 6-Jährige nimmt oder eine 9-Jährige oder keine Ahnung, so eine 8-Jährige, na, würdest du sagen, das ist eklig? Oder würdest du sagen, ja, okay, ne, Liebe ist Liebe? Wenn eine 50-Jährige eine 6-Jährige nehmen würde? Ja, genau. Würde ich abartig finden, sehr, sehr abartig. Und eine Neunjährige? Also er würde die 6 heiraten, 3 Jahre warten, ne, noch immer keine Pubertät, also nicht menstruiert, ne, keine Pubertät, abartig. Noch ein Kind. Und abartig. Ja. Richtig verwerft. Du würdest sogar was dagegen tun, damit diese Person es nicht macht. Nein. Wenn du die Möglichkeit hättest. Natürlich. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ja, aber sonst nein. Okay. Und was wäre, wenn ich dir sage, dass diese Person, wir gehen sogar einen Schritt weiter, diese Person hat sogar dieses Mädchen mal geschlagen, ja, weil der wollte es, er hat die einfach geschlagen, weil die hat nicht gehört, der hat Geschlechtserkenntnis gehabt. Weißt du, Pavlos, ja. Wenn du so heißt, ich verstehe, ich weiß schon, was du ausdrücken willst und ich verstehe deine Intention dahinter, denn ich weiß, also ich, das ist meine Meinung, das solltest du jetzt nicht falsch verstehen, aber ich weiß, du hast vor, dass du den Islam
im schlechteren darstellen willst. Ich rede von Pädophilie, wie kommst du auf Islam? Weil ich zu 100% sicher bin, dass du das jetzt gleich damit im Zusammenhang haben willst. Willst du da also damit sagen, dass Pädophilie was mit Islam zu tun hat? Gut, dann höre ich höre dir bis Ende zu. Und dann will ich sehen, was du am Ende sagst. Hast du das jetzt gesagt? Hat das jetzt damit zu tun oder was wolltest du jetzt gerade damit sagen? Weil ich höre von Pädophilie, wie kommst du damit auf Islam? Weil ich zu 100% mir sicher bin, was deine Aussage am Ende sein wird. Deswegen will ich dir gerne bis Ende zuhören und dann mal gucken. Aber wie kommst du drauf? Das ist jetzt ein bisschen fragwürdig. Lass dich überraschen, aber red zu Ende. Gut, dann lass ich mich überraschen, wie du drauf kommst. Gut, da haben wir die Person, hat Geschlechtsverkehr mit diesem Mädchen, ja. Natürlich verheiratet, aber. Na, da habt ihr es gesehen, ne? Weil ich habe nur Sahih al-Bukhari 6130 zitiert, sondern An-Nasai 3378 zitiert, Mohammed und Aisha. Ich habe nur Mohammeds Leben gerade vorgespielt. Mehr nicht. Das ist das Problem. Er sagt selber, er wird es abartig finden, aber nennt ihn Prophet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 1,6 Milliarden Menschen nennen diese Person Prophet. Mit der Geschichte, die ich gerade gezeigt habe. Das ist heftig, ne? Ich habe mal eine Diskussion mit einem konvertierten Muslim gehabt. Und der meinte, ja, in der heutigen Zeit ist es verwerflich, aber damals angeblich war die. Haben die Menschen bis ungefähr ja, 30 Jahre gelebt und die wurden früher reif und was weiß ich was. Was sagt ihr denn dazu? Ganz einfach, das ist doch eine komplette Lüge. Erstens, früher ist keine andere Zeit. Eine Neunjährige ist eine Neunjährige, die nicht menstruiert hat. Zweitens, ist es heute gültig. Der Koran sagt in Sure 65, Vers 4, dass Kinder heute gültig ist. Mit den Tafti ibn Ibn Abbas. Bei Sure 65. Stumm den mal kurz, weil der ist ein bisschen laut. Das ist Muhammad. Guck mal, in Sure 65, Vers 4, geht es um die Scheidung und da sind drei Kategorien Frauen gelistet. Ü50, die keine Menstruation mehr bekommen können, weil die zu alt sind, Kinder, noch nie menstruiert, und Schwangere, die menstruieren dann auch nicht. Da hat Muhammad auch nicht mehr hören können. So, dann sehen wir, Tafsir ibn Kathir, Tafsir ibn Abbas, Al-Qutubi, Al-Jalalain, egal welchen Tafsir du nimmst, das ist die Erklärung des Korans, der Kontext, und der sagt, ja, das sind Kinder. Das ist heute gültig, die dürfen es. Geht doch mal in Afghanistan, in Iran, in Jemen. Nur islamische Länder, wo Scharia herrscht. Pablos. Ja. Diesen Liebe zu Hadith, ich block den, ne? Ja, blocken. Blocken. Nochmal bitte. Nee, ich habe jetzt ein Geschenk bekommen. Ah, okay. Ja, da siehst du, heute gültig, Mohammed hat es vorgelebt, es ist noch Sunna, das zu tun, was er gemacht hat, und es ist heute bei jedem gültig. Es ist nicht aufgehoben. Okay. Ja, es ist traurig. Also, die können nicht sagen, früher war es so. Es ist heute noch so. Und er meinte, in der Heilgewissheit. Frag mal einen Muslim, ob er in den Himmel kommt. Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Er weiß nicht mal, ob sein. Alle vier Rechtsschulen sagen das. Eine Frage kurz. Welche Rechtsschule sagt das? Kannst du das erklären? Letztendlich alle vier Rechtsschulen, ja, die sind sich sowieso eigentlich immer uneinig, warum auch immer, aber die sind an sich bei diesen Punkten einig mit Aisha. Die sind sich einig. 6 Jahre alt, Geschlechtsverkehr mit Mohammed, Sure 65, Vers 4 wird genauso erklärt. Eben, guck mal, Tafsir ibn Abbas ist einer der Mitgründer der Abu Hanifa Rechtsschule, einer der ersten Rechtsschulen. Ja, und der hat es so erklärt, Sure 65, Vers 4, Kinderehe. Ibn Kathir, die schaitische Rechtsschule, ja, der hat erklärt, natürlich, Kinderehe. Dann haben wir noch Al-Jalalain, ich glaube, der war auch schaitische Rechtsschule. Dann haben wir noch Al-Qutubi und so weiter, die sind dann noch andere. Die erklären alle es für Kinderehe. Deswegen sind es die vier großen Rechtsschulen. Und die vier großen Rechtsschulen haben von einer Schule immer gelernt. Das ist die erste Rechtsschule, Abu Hanifa Rechtsschule. Dann kommt irgendwas mit M, ich habe den Namen vergessen, dann kommt die Schaitische und dann kommt noch einer. Und die vier haben letztendlich immer von einer Schule gelernt, aber die sind alle vier so eins. Na? Deswegen streiten sich auch manchmal bei gewissen Sachen ein. Es gibt eine Version so ein bisschen harmloser und ein bisschen aggressiver. Trotzdem dürfen die sich nicht widersprechen. Das heißt, keiner darf den anderen sagen, ey, das stimmt nicht. Und der andere darf nicht sagen, ey, das stimmt nicht. Dürfen die nicht. Die dürfen sich aber entscheiden. Aber dürfen nicht sagen, es ist weg. Weil sonst ist es haram. Also du siehst, ja genau, die Malika, ne, malikanische Rechule, wie er heißt. Ja, und da sehen wir alles einstimmig.
Und die meinten aber, damals war es vollkommen normal, eine 6- oder 9-Jährige zu heiraten. Stimmt das? Nein. Matthäus Kapitel 18 spricht Jesus Christus. Das ist ja noch weiter damals. Wir reden nicht mehr von 1400 Jahren, jetzt reden wir von 2000 Jahren. Noch weiter zurück. Sagt Jesus Christus, wehe dem, den er ein Kind verführt, also zur Sünde führt. Für ihn ist es Was besser geht? gewesen, am Mühlenstab am Hals zu bekommen und tiefe der Meere geschmissen zu werden. Da sagt Jesus. Was sagt Mohammed? Der Koran. Da seht ihr diese Feinheiten. Richtig. Gottes Segen hat Richtig reingekommen. geil. Wie Es geht es geht. dir? Gut, Alhamdulillah, wie geht's euch? Gott sei Dank gut. Haben die Jesus, geht es mir gut. Gut. Ich So, habe eine Frage 36, so. wie Alles bestens, wie geht's dir? Ich habe eine Frage. Was ist dein Content so ein TikTok? Fitness. Einfach so ein bisschen quatschen. Ja, Fitness, Fitness. Nur oh, Fitness. Fitness, Fitness. Ach so, Fitness. Jetzt habe ich verstanden. Ja. Ja, okay. Bist Walaikum du salam. ein praktizierender Muslim? Natürlich, Alhamdulillah. Sehr schön, sehr schön. Darf ich dir Fragen stellen? Ja, Über den bitteschön, Islam. aber nicht andere Fragen. Nicht Okay, guck mal, so ich habe oder eine so. Frage. Was hältst du von Kinderehe? Was? Von Kinderehe. Was von Kinder, ey? Kinder, die Was heiraten. bedeutet das? Die Kinder, die heiraten? Genau, was sagst du dazu? Gut, Wallah, ich nicht habe noch gut. nie das, noch nie in meinem Leben gehört. Noch nie. Hast du jemals Koran gelesen? Natürlich, ja. Eins, Sure 1 bis Sure 114. Ja. Hast du Sure 65 auch gut gelesen? Ja. Al-Talaq, die Scheidung. Ja. Ja. Was steht denn in Vers 4? Kannst du einmal Koran holen? Ich habe jetzt ein anderes Thema und die schlafen meine Familie. Okay, ist okay. Alles ja verständlich. Aber Sure 65, Vers 4, du Salam. kannst das aufschreiben. Nein, du kannst das ruhig aufschreiben. Da steht drinne, drei Kategorien Frauen werden gelistet. Und Al-Talaq geht es so um die Scheidung. Na, wie verhält man sich bei einer Scheidung? Das sind drei Kategorien Frauen. Eine Frau, die Ü50 zu alt, na, zu alt für Menstruation. Einmal die Schwangere, die dritte. Aber die zweite sind Kinder. Die kann nicht Aber was menstruiert ist haben. deine Content auf TikTok? Ich verkündige Jesus Christus und decke den Islam auf. Bist du Muslim? Ich bin Christ. Ja und? Du bist mein Bruder. Laut Sura Wann bist du 48, Christ Vers auch? 29 musst du mich hassen. Nein, nein, wann bist du eine Christ? Das heißt nicht, dass bist du anders. Oder ich sollte dir, oder ich muss dir was machen, Schlechtes oder. Bei dir gegen? Nein. Das ist richtig, wie du denkst. Das ist sehr gut, wie du denkst. Top, wirklich. Aber dein Koran sagt anders. Dein Koran sagt, Sura 48, Vers 29, seid hart gegen die Christen und Juden. Seid hart gegen die Kuffars. Hart, hart. Ja, Kuffars, ja, manche Ja, Leute, aber Christen und die Juden sind doch glauben, Kuffars. manche Leute, manche, lass mich ausreden. Ja. Wir leben auch mit christlichen Leuten. Und die begrüßen uns jeden Tag. Und die feiern uns mit Ramadan, mit Zuckerfast, Opferfast. Dann sind die auch Alles. kein Christ. Wir leben zusammen. Warum sollte ich dich hassen? Wenn du korrekt bist. Wenn du nicht korrekt bist, dann ich sollte dich dir hassen. Schön, Dankeschön. So ist richtig. Wenn du hast gegen, wenn du hast gegen Islam etwas, dann ich sollte dir hassen. Weil du respektiert mich nicht. Nein, nein, du respektierst meine Religion nicht erst und du respektierst den Mensch vor dir ist nicht. Aber das sagt doch nicht dein Koran. Dein Koran sagt, Doch, hasse die doch, du musst Ungläubigen. mich respektieren. Ich Du musst respektiere dich unsere doch. Religion respektieren. Warte. Walakum dinakum walaya din. Das heißt, du hast deine Religion und ich habe meine Religion. Aber wenn du sagst, dass es unsere Religion ist, falsch. Verboten. Darfst du nicht sagen. Okay, Darfst du aber nicht dein sagen. Koran sa darf sagen, Christen sind falsch. Nein, ihr sagt das. Sura 48, Vers 22, Sura 9, Nein, nein, 29, Sura nein, 9, Vers warte, 5. warte. Hast du den originale Bibel gelesen, richtig? Ja, natürlich. Den Original, Genau, hast du nicht gefälscht. Original Koran?
Ja. Ja, wo ist er denn? Ja. Und Wo guck ist er? mal, manche Surat Nein, vom nein, nein, Koran, wo? manche Surat vom Koran gibt's gleiche oder ähnliche Aber Bedeutung in wo ist Bibel. originales Koran? Wo? Weil Sahih al-Bukhari, kennst du Auf Hadith? Arabisch, Guck jetzt. auf Okay, Arabisch. Arabisch. Guck jetzt. Du kennst doch Hadith, Sahih al-Bukhari. Kennst du doch, ne? Ja, Das ist nicht. natürlich. Okay. Sahih al-Bukhari 4987, das ist die Quelle, sagt, dass der originale Koran verbrannt ist. Uthman ibn Affan, der dritte Kalif, den Namen musst du kennen, das ist ein Wie Kalif alt bist gewesen. du? Wie Ich alt bin bist du? 25. Also, 25 und genau. du hast keine Ahnung bis Ja, jetzt. alles Gar klar. nicht. Ist okay. Also, Sahih Bukhari 487 steht drin, dass der originale Was bist du Koran für ein verbrannt. Landesmann? Frag doch den, wo lenkst du jetzt ab? Hast du jetzt Nein, Angst? was Ja. bist du für ein Landesmann? Ich bin Antwort Italiener. mir. Italiener. Genau. Jetzt hören wir Du genau kannst zu. nicht sagen, dass es Koran ist. Nicht ich sag Falsch. das, nein, nicht ich sag das. Das sagt Sahih al-Bukhari. Du kennst doch Sahih al-Bukhari. Sahih Bukhari sagt, den Koran ist falsch. Ja, natürlich. 4987, das ist, schreib auf die Quelle, guck genau. Sahih al-Bukhari 4987 steht Okay, drin, der hey, originale Koran warte. Bevor verbrannt. ich, bevor, warte, warte. Bevor ich jetzt So, Leute, dich ich habe einmal angehe. ganz kurz alle gestummt. Leute, wir brauchen Bilder, um das auch dann zu zeigen, Leute. Ich habe leider keine Bilder jetzt. Deswegen, ich bitte euch, wenn ihr Bilder habt, sendet mir die Bilder, damit ich die auch einblenden kann und zeigen kann. Weil ohne Bilder, es ist schwierig, dann jemanden bloßzustellen, ne? Deswegen halte ich mich jetzt zurück. Wenn ihr Bilder habt, dann sendet mir die über Telegram, damit man das auch zeigen kann. Zum Beispiel Ein-Auge-Geste. Sowas brauche ich jetzt, weil sonst muss ich mich leider zurückhalten, Leute, und muss dann halt nichts, kann nichts machen. So. So aus dem Nichts. Erzähl bitte schön. Also Ja, ich originale brauche mit Koran dir nicht nicht da, diskutieren nicht über Religion. existent. Weißt du warum? Ja, Warum? weißt du warum? Weil wir alle wissen die Wahrheit nicht. Weißt du warum? Weil wir sind noch jung und wir kriegen Zeichen und Erfahrung im Leben. Warte, Junge, du Leute. weißt alles. Du hast keine, du bist noch jung. Du wirst mehr sehen, indem du das glaubst. Das ist richtig, wer ist richtig und wer ist falsch, okay? 666. Ich diskutiere Bitte mit dir öffne nicht. mal die Stelle. Ich habe einen Muslim, der ist ein guter Freund. Also, ich habe ein Buch, ne? Und da steht, ich kenne einen Muslim und er ist ein sehr netter Mensch und er ist mein Freund. Öffne mal die Stellen und guck mal, lies einfach nur vor, was du siehst. Also, da steht, du sollst wissen, dass der Koran aus den Muslimen. Es den Muslimen verbietet, uns zu Freunden oder Beschützern zu nehmen. Koran, Sure 5, 51. Nehmt euch Christen und Juden nicht zu Freunden und Beschützern. Sie sind einzig untereinander Freunde. Und wenn einer von euch sie sich zum Freund nimmt, ist er einer von ihnen und selbst ein Unrechter. In Klammern, was heißt das? Kafir. Aus dem Islam Abtrünniger. ausgetreten ist und mit dem Tode bestraft wird. Werf einen Blick auf Yusuf Ali, Übersetzung von Koran, Sure 5,51. O ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht die Juden und Christen zu Freunden und Beschützern. Sie sind lediglich einander Freunde und Beschützer. Und wer von euch sich an sie wendet, um Aber Freundschaft jetzt, was ist euer zu Problem? Nein, Was nein, ist nein, euer nein, nein, nicht Problem? unser Problem. No, 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 no. Er Nein, nein, nein. zitiert Koran. Guck jetzt. Bitte lies, lies. Sure 5, 51. Bitte lies weiter. Übrigens, Okay, ein. warte, warte, warte. Ja. Lan yarda alayka al-Yahudu wa-Nasara hatta tattabi'a millatahum. Das heißt, das bedeutet, wann ich Ich habe bin ein Bild Muslim bekommen. und ich will Pablo. so unsere Religion sein. Pablo, Wann ich habe ein ich bin. Bild. Ich habe ein Bild bekommen von den Typen da unten, von den Palästinensern. Was hat er denn? Hat er Ja, eine 777? ein Auge mit Pyramide im Auge. Ich als Profilbild, Oh. ich guck mal. Ja, warte, ich muss es einblenden. Ich will ihn drauf sprechen, wie mal drauf an. Erzähl Aber ich weiter. Okay, such, Bruder Danny. Erzähl weiter. Du hast, Entschuldigung, erzähl weiter.
Hast du ein Bild von mir gekriegt? Guck mal, der lächelt schon. Hast du ein Bild von mir gekriegt? Ja. Von wem? Guck mal, der 666 ist so, ja, Aber ne, ich hat kann man es auch nicht. Von ausgedacht. So ein wem? Bruder halt, ne? Ich kann es nicht. Also ein Bruder, ne? Kann man Warte ruhig mal ganz sagen. kurz. Nein, nein, was macht Warten. ihr mit meinem Bild? Ich mache gar nichts. Er macht auch nichts. Nee. Nein, warte, hey. Allah hat so Ja, gesagt im jetzt sehen wir, Koran. welcher Muslim du bist وَلَنْ jetzt. يَرْضَى عَلَيْكَ النَّصَارَى الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبَعَ مِلَّتَهُمْ. Yani das heißt, das bedeutet, wenn du ein Muslim bist und Ja. du triffst einen Christ oder Jude, du kannst mit denen vernünftig reden. Wenn er akzeptiert den Islam, dann kannst du den in Frieden lassen. Und Aber wenn wenn er er sagt, nicht ich will aber Islam akzeptiert, nicht haben. ja, das ist seine Sache. Darf ich Nein. fragen, warum du so ein Bild hast mit Ja, einem? warum? Warum? Oh, doch nicht der Vorbild-Muslim. Darf ich nur fragen, warum du dieses Bild hast? Einfach. Ist da irgendwas? Ja. Ja, warum machst du das Auge da mit Pyramide? Einfach. Was willst du von mir Ich jetzt? frage nur, ist dir das bewusst oder unbewusst? Bist du Ja, das auf mit dem Bild? bewusst, ja. Ja, ich bin das, ja. Das ist sogar Ach sein du. Profilbild, wenn ich gerade sehe. Ach Ja, so, ich du bin das. mal. Ach, das ist auch dein Bild, das hast du selber gemacht. Ja, Das ist sein ich bin Profilbild, das, Bruder ja. Danny. Ja, aber warum machst du das? Einfach. Ja, aber wie einfach? Nur so das eine Auge Pyramide. Wie einfach? Natürlich. Ja, aber warum? Natürlich, Einfach. natürlich. Ja, aber warte mal, du machst doch nicht einfach so. Natürlich. Du machst doch nicht einfach so die Ein-Auge-Geste. Warum machst du das? 666, Ja, das heißt, zwinker einmal so, ich wenn dein sehe Bruder mit von dir einem ist. Auge, ich kann das sehen. Kein Problem. Ja, aber machst du Zwinker das einmal nicht so, fertig? Ich komm. stelle das zum ersten Mal, ich sehe das zum ersten Mal, dass. Ja, komm, Ja. zwinker einmal so, wenn da schon so einer, ne? Du kannst ruhig zwinkern. Zwinker mal. Aber Pass. Was bedeutet diese Ein-Auge-Geste für dich? Pablo, mach du mal ganz kurz. Irgendwas stimmt in meinem Stream nicht. Mach mal Was denn, ganz das kurz. läuft alles sauber. Nee, nee. Mein Bester. Ich weiß nicht, wie ich dich nenne. Ich habe arabische Sprache. King, wie heißt noch? King Monash. Anasch. Mohanash. Okay. Ja. Anash, warum Ich machst du gehe diese? sowieso Warum machst gleich. du Ich diese Geste? will nicht mit euch spielen. Ich gehe sowieso jetzt Sport Nein, nein, machen. nein, nein, nein. Bleib mal. Ich Warum machst du habe. das? Warum machst du das? Warum machst du Warum machst du dieses das? Bild? Warum das hier? Warum? Kennst du Das das? Weißt du, was Gangster das Zeichen. heißt? Du verstehst das nicht, weil du bist kein Gangster. Ach Das ist so, Gangster. Gangster. Okay, also bist du Freimaurer-Gangster. Du bist Freimaurer. Natürlich, ja. Ja, bist du Freimaurer? Nein, nein, ich bin Gangster. Mir nicht. Hä? Ja. Ich glaube, der versteht nicht. Frage mal so, bist du ein Illuminati? Nein, ich bin Nein? Muslim nur. Why this? Why this? Salam alaikum. Why Das this? ist Foto einfach. Ach Tschüss. so, einfach nur, man macht so, ne? Guck mal. Komm, zwinker einmal so, wenn Nein, das nein, einer von nein. dir Pablo, war. Pablo, Ist es Pablo, 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 nicht erlaubt, Pablo. Gangster zu sein im Islam? Guck mal, auch Pablo, Muslime sind Pablo, drin. Auch Pablo, Muslime. Pablo, ergibt gar keinen Sinn. Er macht Pyramide mit einem Auge. Bitte keine Christen hochholen. Keine Christenanfrage machen. Bitte keine Christen einladen. Wir brauchen keine Christen. Nur Atheisten, Muslime oder sonst was. Aber hast du gemerkt, 666, wie er mit Islam argumentieren will, kann er ja gar nicht. Nein, ich finde Das ist das Bild von ihm, finde ich, merkwürdig, warum er das gemacht hat. Warum macht man sowas, ne? Warum zeigt man sowas? Vielleicht kann ich das jetzt hier nochmal zeigen. das hat man gesehen. Nee, nee, das hat man schon. Nee, jetzt sieht Ja, man das warum macht nicht, aber man man? hat es Hier sieht gerade man das gesehen. Auge, und dann die Pyramide, ne? Warum macht man sowas, ne? Warum zeigt er das? Oh, wir haben einen ganz starken hier. 666, guck mal, wer jetzt reinkommt. Der ist ganz heftig. David, Ja, David. wie geht es dir, Wie David? geht es dir? Wie geht's euch? Fresher Haarschnitt, Absolut. guter Anzug. Ja, Dankeschön. Dankeschön. und uns geht's auch sehr gut. Oder? Sehr Ja, gut. dann geht's Wie ja gut. war heute eure Jagd? Ja, im gut, Ja, danke gestern, jetzt. warte, gestern war erfolgreich. Gestern war echt sehr gut erfolgreich. Also wir haben gestern sehr guten Erfolg gehabt. Leider, ich weiß auch nicht, warum die sich verplappern. Also die haben ja eine Schweigegeste. Letztens hat einer sogar große Probleme bekommen wegen uns, ne? Der hat gesagt, wegen euch.
Wurde ich bestraft? Also, Pablos, du kannst ja auch sagen. Könntest ja einmal sagen. Der hat Probleme bekommen diesbezüglich, weil er seine Schweigegeste gebrochen hat, letztendlich. Auch wenn er unterschwellig geredet hat, hat er Probleme bekommen. Da hat gesagt, ich darf nicht mehr drüber reden. Und es reicht nicht mehr mit euch darüber reden. Und da was ich noch sagen wollte, da haben wir noch einen aufgedeckt, pass auf. Das ist ein Schauspieler, ich darf den Namen nicht sagen. Ich darf den Namen nicht sagen, weil gegen ihn läuft was. Da war es ja nicht offiziell, da war es ja auch nicht online, oder? Der andere, der Probleme hatte, das war offiziell. Achso. Das war okay. Online. Und der andere, pass auf, da gibt's jetzt einen Schauspieler, gegen den wird jetzt ermittelt, wegen Kinder P-O-R-N, ne? Ja, das ist auch richtig so. Ja, super, ja. Genau, und der andere hat dann gesagt, was ich kackendreist fand, ja, Kinderblut ist wertvoll und hat sich so... Capshop ist wertvoll und ich trinke Capshop und ich habe mit Capshop unterschrieben, ja, ich bin Freimaurer in Köln, hat er gesagt, Loge, ne? Ja, genau. Ja, zwar, ich habe letzte Woche, da hättet ihr dabei sein müssen, ich habe letzte Woche den Epstein-Skandal thematisiert, beziehungsweise die Epstein-Liste. Und ja. Dabei meine Zuschauer sehr viel mitgegeben. Also ihr hättet wahrscheinlich auch ein bisschen was mitnehmen können, wenn ihr dabei gewesen wärt. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, aber das war eine sehr späte Stunde, ich musste arbeiten. Ja. Ich habe mir aber ein bisschen was angeguckt, was ich noch mitnehmen konnte. Und hat's interessiert, war gut. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall gewesen. Aber das sind auch Sachen, die wir auch schon einige schon davon wussten, weil wir uns auch damit mit der Thematik befasst haben. Bestimmt hast du noch Sachen gesagt, die ich nicht kannte, aber da war ich schon raus. Das kann man an sich, kannst du ja grob eine Kurzfassung draus machen. Ja, könnte ich. Aber ich möchte eigentlich grundsätzlich mal euch beiden sagen, in welcher Stellung ich überhaupt stehe. Ne? Nicht, dass ihr mich überhaupt hier irgendwie versucht, irgendwie zu verwechseln oder sowas. Ne? Also Jungs, ihr müsst bei mir verstehen, dass ich nicht irgendwie zu diesen Leuten gehöre oder sonst was. Ganz im Gegenteil, ich bin hier derjenige, der quasi deren absoluter Endgegner ist hier. Ne? Also ich schieße den ganzen Tag gegen diese Leute. Ich habe speziell die Industrie wirklich im Blick, speziell medizinische Industrie, also die Pharmaindustrie habe ich im Blick, die Lebensmittelindustrie habe ich im Blick und bin hier dabei, quasi ganz viele Narrative aufzudecken, um gegen diese Leute zu schießen. Also ich bin keineswegs irgendwie in irgendeiner Freund von diesen Personen. Ich habe eine kurze Frage, ja, also jetzt wirklich. Ja, was sagst du, wann wird es wirklich gefährlich? Also wann, wo du sagst, okay, jetzt ist vorbei. Wo sagst du, wo wird es gefährlich, wo es wirklich dein Leben kostet? Wenn du da richtig, sagen wir mal, du gehst denen nach, du hast jetzt, sagen wir mal, vielleicht kommst du an einen Film dran, was du nicht sehen sollst, wo, ne? Ja. Und diese Schwelle habe ich persönlich schon überschritten. Also das Thema, worüber du nicht in der Öffentlichkeit reden darfst, und wenn du es tust, dann wirst du definitiv am nächsten Tag schon Besuch bekommen. Ich habe zum Beispiel... Alle meine Läden wurden schon von Behörden und so weiter angegriffen. Also ich bin da auch so ein bisschen hier und da am Visier. Ne? Das größte Thema, das schlimmste und das gefährlichste Thema aktuell, was du quasi weltweit nicht besprechen darfst, ist das sogenannte M-Projekt. Das Thema wird... Welches Thema? Das wird M-Projekt genannt. The M-Project. Okay. Das ist, davon habt ihr bestimmt schon mal was gehört. Ihr habt bestimmt schon mal was von der sogenannten NWO gehört, oder? Ja, genau. Ja, diese New World Order Geschichte, ne? Diese riesige Geschichte, die auch so ganz viel bei YouTube und so rum existiert, ne? Ja, ja. Genau, also 99% davon ist einfach nur Blödsinn, okay? 99% davon ist und bleibt einfach nur schönes Romantisieren von irgendwelchen Geschichten oder so. Es gibt aber 1% davon, der Wahrheit entspricht, das kann ich auch so bestätigen. Und das ist die sogenannte M-Theorie. Diese Theorie besagt im Grunde genommen ganz einfach, es geht dabei um einen künstlichen Messias. Das wird das Messias-Projekt genannt. Und dieses Thema, da wird kein Spaß verstanden. Wenn euch irgendjemand über dieses Thema unterrichtet, hier auf TikTok oder sonst wo, rate ich euch beiden und auch du da unten, du 666, der die Augen zu... Der ist einer von, ich glaube, der ist ein Freimaurer, soweit ich weiß. Also ich rate euch allen, wenn jemand über so ein Thema redet, sofort aus dem Livestream rauszugehen. Weil bei diesem Thema kriegt ihr am nächsten Tag direkt absolute Probleme. Das kann ich euch so versprechen. Aber weißt du, was Interessante ist? Warte, ich habe eine Frage. Warte, ich wollte nur fragen, aber was ist, David, was ist, wenn ich zu, was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, als Beispiel... ja, ich weiß, wo ein Nest ist. Ich weiß jetzt gerade, wo sich, sagen wir mal, ich rede jetzt mal so, damit du es verstehst. Ich weiß jetzt, wo sich gerade 15 Hühner aufladen, befinden. Und das sind Anwälte, Richter und auch Politiker, die da jetzt da in Verbindung sind. Und sagen wir mal, ich
würde da vielleicht an die, ja, sagen wir mal, ich hätte da ein Beweismittel. Und ich würde das dann hier jetzt auf TikTok veröffentlichen. Meinst du 24 Stunden, ne? Also was sagst du so ungefähr? 24 Stunden und es wäre und ich wäre weg, oder? Ungefähr? Also du würdest definitiv Probleme bekommen, definitiv. Das kann auch bis hin dazu gehen, dass tatsächlich die ein oder andere Persönlichkeit verschwindet. Ja, das existiert tatsächlich, aber das möchte ich jetzt hier nicht so bestätigen, dass das quasi Standardfall ist. Ich an deiner Stelle würde das aber nicht tun, weil schau dir mal die Epstein-Liste an, okay? Die Epstein-Liste sollte jedem Menschen in Deutschland die Augen geöffnet haben. Wer das noch nicht gerafft hat, dem fehlt wirklich kognitiv die Möglichkeit, Sachen in Verbindung zu setzen. Die Epstein-Liste zeigt, dass wir quasi im normalen Volkbereich, dass es völlig egal ist, was veröffentlicht wird. Diese Leute werden niemals zur Rechenschaft gezogen. Ich meine, wir reden hier vom Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, und seinem Vizepräsidenten, Al Gore. Wir reden von Persönlichkeiten, teilweise wie Cameron Diaz, die damit alle involviert sind. Und das Einzige, was passieren wird, ist, es wird unter dem Teppich gekehrt, mehr nicht. Genau, da hast du recht. Auf den Endprojekt jetzt zurückzukehren, ich könnte jetzt mal was sagen, mal schauen, was du dazu sagst. Anhand der Bibel weiß ich ja, dass ein Fake-Messias kommen wird. Das sagt die Bibel, das prophezeit die ja auch. Na, und das ist dann so hingestellt, der Antichrist wird sich in Israel auch offenbaren, er wird sich in den dritten Tempel setzen. Israel braucht in Jerusalem den dritten Tempel, da wo die Al-Aqsa-Moschee ist. Wie die Al-Aqsa-Moschee weg ist, kann ich nicht sagen. Ob die zerstört wird durch Naturkatastrophe, Bomben, Abbau, kann ich nicht sagen. Fakt ist, irgendwann wird ein dritter Tempel da sein. Da wird sich der Antichrist hineinsetzen, sich offenbaren als Gott, als den Messias. So, nee, da haben wir den Antichristen, warte, dann haben wir noch den falschen Propheten und den falschen Messias, genau. Man sagt das, nee, das falsche Tier, der Antichrist, der ist es, der sich als falscher Messias offenbart. Ja, und das sind die drei unheilige Dreieinigkeit, sagt man dazu, weil er die Trinität kopiert. Da sehen wir durch den Antichristen, der sich hinsetzen wird, als Messias offenbart und sagt, er ist es, der Gott dieser Welt und wird es so gesehen beweisen, sage ich jetzt mal, indem er übernatürliche Sachen macht, damit die es ja sehen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hinein. Endprojekt. Hat das was damit zu tun? Weil Israel will unbedingt sein Messias. Das ist 100% der Inhalt, aber das geht noch ein bisschen weiter. Es gibt zum Beispiel eine Videoaufnahme von Benjamin Netanyahu, wer auch tatsächlich einen Rabbi mit einem Rabbi spricht und ihn dabei auch, also wenn du es übersetzt, sagt er, ist der Antichrist bereit? Dieses Video war eine Zeit lang im Umlauf im Internet, wurde dann auch relativ schnell wieder rausgenommen, ne? Das wirft natürlich Fragen auf, weil wenn du so etwas hörst von Persönlichkeiten, die ja normalerweise sehr, sehr rational sind, ne? Das sind ja quasi keine Idioten, sag ich mal, ne? Und wenn diese Leute solche Dinge sagen, dann ist das schon seltsam. Und eigentlich müsste man die ganzen auch so ein bisschen auf den Grund gehen. Wenn du in dieses Thema einsteigst und tief gehst, dann kann ich dir versprechen, dass du so nicht mehr rauskommst. Es sei denn, du hast die Möglichkeit, dich irgendwie irgendwo noch zu schützen. Aber wenn du ein normaler Mensch bist, der sich im normalen Fußball bewegt, dann kriegst du ganz langsam und schleichend Probleme. Ich habe Jesus, der ist mein Schutz. Aber David, Ja, ich ich weiß aber auch, ich weiß aber auch, dass der Antichrist schon da ist. Ganz, ganz kurz, Danny, ganz kurz, ich muss das aber erwähnen, Pavlos, das ist trotzdem wichtig, dass du das verstehst. Auch du hast bestimmt eine Mutter, auch du hast bestimmt einen Papa, bestimmt hast du auch Geschwister, die du liebst, ne? Deswegen, es geht nicht immer nur darum, dass der Herr, so wie man es gerne sagt, einen beschützt. Denn wir wissen auch, dass diese Leute dazu fähig sind, einen Morgen aus dem Nest zu holen, ne? Aber ich wollte noch was sagen, Pablos. Aber David, wir wissen auch laut der Bibel, dass der Antichrist, also er steht ja schon vor der Tür. Ob er jetzt sich, wir wissen jetzt nicht, wann das geschieht. Wir wissen es nicht, ne? Es kann jederzeit nach der Entrückung geschehen. Und dann wird es auch losgehen. Dann wird ja eine Säuberung stattfinden in Europa, also auf der ganzen Welt wird dann, es werden überall Bürgerkriege ausbrechen. Und das wird so brutal sein. Und die Menschen können auch weder kaufen noch verkaufen. Ein Brot, also es wird dann so sein, dass ein Brot ein Tageslohn ist, ne, zwischen 80 und 100 €. Und die Menschen werden dann sich wie in diese apokalyptischen Filme sich zurückziehen in die Wälder, ne? Also es wird, die ganze Stadt wird ja komplett geplündert werden. Und die Elite bereitet ja jetzt das alles schon vor, ne? Es ist ja nicht umsonst so, die haben ja ihre Privatarmee schon. Donut. Und
Und das ist dann auch der Plan der neuen Weltordnung, ne? Das wird richtig brutal werden. Wenn auf einmal die Leute dann auf einmal gechippt, also die werden ja ein Malzeichen tragen und du kannst ja nicht mehr kaufen. Das ist brutal. Das heißt, du kannst ja nicht mehr so wie jetzt Bargeld zahlen. Das heißt, du bist in einer Diktatur drin, Ja, die das ja ist. noch heftiger ist als wie im Dritten Weltkrieg, also Zweiten Weltkrieg. Das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Diktatur. Ja, das, was du meinst, ist quasi die Agenda des Transhumanismus, so nennt sie sich. Und die wird diesen Sommer umgesetzt. Also tatsächlich geht diesen Sommer, wir bewegen uns alle auf eine sogenannte bargeldlose Welt zu. Ja. Das ist so quasi der erste Schritt, um die absolute Freiheit in der Hinsicht nochmal wegzunehmen. Ne? Die Menschen werden jeden einzelnen Cent. Wird da tatsächlich kontrolliert. Es gibt da neue Push-Tarn-Verfahren, die ich hab die schon mal gesehen, wie die aussehen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlimm, was quasi jetzt in den nächsten Jahren, sage ich mal, alles so passieren wird. Ne? Darüber habe ich auch mit Ernst Wolf gesprochen. Kennt ihr den mal? Kennt ihr ihn? Über wen? Über den gesprochen? Mit Ernst Wolf. Kennt ihr ihn? Bestimmt, oder? Nee, Nee. tatsächlich, wenn du ein Gesicht zeigst, ich kann mir gut Gesichter merken, statt Namen. Ernst Wolf gehört mit zu den Größten hier in Deutschland, wenn es gerade um diese Thematik geht, ne? Thematik der Bargeldabschaffung oder der militärisch-industrielle Komplex etc., ne? Ja, okay. Also das Thema, ihr müsst bei einer Sache grundsätzlich mal aufpassen. Es gibt halt sehr, sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wie ich euch das sagen kann, so dass ihr das mitnimmt. Es kann auch sein, dass meine Worte jetzt bei euch nicht ankommen, keinen Anklang finden und ihr sie gleich wieder vergisst. Aber ihr müsst aufpassen bei diesen ganzen Freimaurer- und Illuminatenkram da draußen. Vieles davon ist geschauspielert, vieles davon ist tatsächlich wirklich Kindergarten. Es geht wirklich in sehr, sehr starke Narrative rein. Es geht um diese ganzen kapuzentragenden, kerzenhaltenden Leute, die da am Bahnhof sitzen oder irgendwie im Friedhof und irgendwie Kinderblut trinken oder so. Oft und vieles davon ist halt nun mal fake, denn die eigentliche Agenda, die sich im Hintergrund bewegt, ist eine ganz, ganz andere. Und dann fallen auch Begriffe, die in eine Sprache gehen, die du so vielleicht gar nicht mehr kennst. Wir reden hier von einer Altargonen-Proto-Sprache. Dort geht es um Themen wie das M-Projekt, dort geht es um Themen wie Sakras, Essenmetika. Das sind sehr, sehr, sehr gewaltige und große Sachen oder Themen, die da im Hintergrund so ablaufen eigentlich. Das Endprojekt ist schon interessanterweise, weil die Bibel spricht davon, dass ein Antichrist kommen wird. Das ist der falsche Messias, der sich offenbaren wird. Und dann reden wir jetzt von einer gewissen Elite, die ein Endprojekt, einen künstlichen Messias hinstellen möchte und dann eben was voranbringen möchte. Was werden wir dann sehen? Die Bibel sagt mir, da wird der jüngste Tag geschehen. Wir sind schon entrückt, die wiedergeborenen Christen. Der Rest wird das mitkriegen. Aber wenn ich mir da ein bisschen anschaue, Warte, das Endprojekt, warum? Was sagt jetzt laut deines Wissens nach, was du darüber weißt, warum wollen die das Endprojekt? das M-Projekt ist eine Agenda, was schlussendlich dazu dient, die Menschheit komplett einzudämmen. Die Menschen, es sind zu viele Menschen auf dieser Welt, okay? Man möchte die Menschheit eindämmen, also weniger bekommen. Das kriegst du nur hin durch zwei verschiedene Szenarien. Szenario Nummer eins ist, du lässt einen riesigen Weltkrieg über die Welt hineinbrechen, okay? Die Konsequenz ist aber dabei, dass du die Welt auch irgendwie vergiftet würdest, ne? Atomare Geschichten. Nummer zwei ist, dass die Menschen sich gegenseitig umbringen. So müsste man im Endeffekt gar nichts tun. So, passt auf. Es gibt in der Antarktis ein Gebiet, das nennt sich das sogenannte Niemandsland, okay? Dieses Niemandsland, das ist ein kleines Stück Erde, gehört aber den größten Familien, beziehungsweise mit den größten sind die mächtigsten gemeint, den Namen wie Rockefeller, Rothschild und das sind dann wieder so Firmen, die im Hintergrund stecken, wie BlackRock und Vanguard. Da gibt es ein Projekt, das heißt Black Money Project und dieses Geld fließt quasi in diese eine Ecke auf der Welt. So. Dort werden nachweislich Bunker gebaut. Es gibt sogar Videoaufnahmen, die ich veröffentlichen könnte davon. Dort werden solche unterirdischen Bunker gebaut, die sehr riesig sind. So, das ist der erste Faktor für diese Leute. Dort werden sie sich zurückziehen und schützen. Faktor Nummer zwei ist, dass sie ein sogenanntes M-Projekt herbeirufen werden. Es gibt mittlerweile schon Tests in der Hinsicht. Dort ganz weit vorne spielt dann wieder Elon Musk eine Rolle. Elon Musk mit seinem Unternehmen, bei dem sehr, sehr viel Geld gerade in diese Hologrammtechnik gesteckt wird. Es geht darum, einen Messias künstlich in die Wolken zu projizieren, okay? Und mit einer bestimmten Audiotechnik, die nicht hörbar ist, sondern nur fühlbar ist, weil hier auch wieder die Geschichte in Richtung der Schallwellen und so weiter geht, wird ein Messias quasi in die Wolken projiziert. Und jetzt stellt euch mal vor,
Krishna erscheint über Indien und befiehlt ihnen, tötet die Ungläubigen. So. Oder stellt euch mal so etwas über Saudi-Arabien vor oder über Iran. Die Menschen hier aktuell in dieser Welt, das kann ich euch bestätigen, werdet ihr wahrscheinlich in den Kommentaren schon sehen, ne? Die Menschen beleidigen sich aufgrund ihres Glaubens, aufgrund eines reinen Glaubens beleidigen sie sich, attackieren sich, manchmal töten sie sich sogar. Was glaubt ihr, was passieren wird, wenn so ein Fake-Messias am Himmel erscheint und das wirklich den Menschen ins Ohr flüstert? Ja, das wird dann heftig werden, ne? Im Weltkrieg in dem Sinne nicht die Bundeswehr, sondern die Menschen, Bürgerkriege. Genau. Was ich dann sagen kann, die Bibel sagt, der Antichrist wird kommen. Und ja, der Antichrist wird sich ja offenbaren und der wird sogar übernatürliche Sachen machen, damit die Menschen sehen, oh, das kann nur was Übernatürliches sein. Und das muss Gott sein. So denken die erstmal, es ist Gott. Die fallen drauf rein. Also die Bibel spricht von einem Antichrist, der kommen wird und Übernatürliches machen wird. Und jetzt sprechen wir von einem weltlichen Projekt, was künstlich reflektiert werden soll. Aber was wäre, wenn wir sagen, die wollen es in ein künstliches reflektieren, aber es ist wirklich der echte Antichrist? Wir sind schon entrückt, die wiedergeborenen Christen sind weniger, die sind weg. Aber die Menschen, die nicht Jesus angenommen haben, bleiben hier. Der jüngste Tag ist da. In der Bibel steht, 7 Jahre lang wird es in Israel einen gewissen Vertrag geben. Ja. Mit dem Westen, der Friedensvertrag. Dann wird 3,5 Jahre Frieden sein. Aber die letzten 3,5 Jahre wird es einen Riesenkrieg geben, weil nicht mehr auf den Vertrag gehört wird. Dann werden Juden in Jordanien flüchten, 144.000 werden flüchten. Das sind 12.000 pro Stamm Israel, weil nur 12 Stämme Israel sind. Die werden flüchten, die anderen nicht, die wollen nicht flüchten. Und dann wird es ein Massaker passieren. Und die werden das Wort Gottes weiterbringen. Und dann gibt es 2 Propheten, Moses und Elia. Und die werden das Wort Gottes bringen. Man gesagt, in Kraft Moses und Elia oder wirklich Moses und Elia. Warte, und dann sehen wir, die Bibel spricht davon. Es wird was verkündigt. Moses und Elia wird sogar dann getötet. Ja, und dann sehen wir, dass sie sogar 3 Tage mitten in dem Weg tot sind. Und dann nach 3 Tagen hoch, dann wird was kommen, die hochheben, dann werden die wieder auferstehen. Das ist ein Sinnbild auf Jesus Christus mit den 3 Tagen sterben und auferstehen, dass sie wieder erinnert werden. Warum 3 Tage? Und dann werden die hochgehen und viele Menschen werden es sehen und deswegen auch noch zum Glauben kommen. Es werden welche zum Glauben kommen und werden aber ein Märtyrertod bekommen. Das heißt, die werden unterdrückt, das Maiszeichen des Tieres nicht nehmen, 3 mal die 6, könnte ein RFID-Chip sein, ist sowieso ein Vorläufer. Das wird das Richtige bald kommen. Was es wird, kann ich nicht sagen, aber du wirst es in der rechten Hand oder auf der Stirn letztlich tragen. Das ist das Maiszeichen des Tieres und wer es nicht hat, wird ungenietet. So, und dann werde ich wieder bekehren. Die Bibel spricht jetzt davon, vor 2000 Jahren spricht die Bibel genau sowas. Jetzt spricht eine weltliche Sache sehr, 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 sehr ähnlich, so ähnlich, dass sie es künstlich reflektieren wollen. Warte mal, ganz kurz, Pavlos, ich habe dir zugehört, alles gut, wartet mal, ihr beiden, ganz kurz. 666 Eis, was repräsentierst du da genau? Ich habe den gar nicht angeschaut, was hat er gemacht? Sprichst du Deutsch? Der spricht Deutsch, der ist Freimaurer. Warum machst du so einen Blödsinn? Warum zeigst du der Jugend hier mit so einen Schwachsinn? Kannst du gewährleisten, wer dir zuschaut? Ja? Ist doch nichts Schlimmes. Was hat er gerade gemacht? Ich hatte gar nicht zugeschaut. Ich finde das generell verwerflich, wenn man sich ins Internet stellt und vor allem auch hier so auf TikTok, man weiß nicht, wer zuschaut, ob es 12, 13, 14-Jährige sind oder so, dass man denen versucht, irgendwo so einen Blödsinn beizubringen. Was soll denn das mit Blödsinn sein, mit diesen ganzen Illuminati- und Freimaurerkram, für den du quasi hier Werbung betreibst? Die sind doch nicht schlimm, die Illuminati und Freimaurer. Im Grunde genommen ist ja nicht jeder Illuminat Freimaurer böse. Buchstabier mir mal bitte Illuminati. Mach das mal bitte. Wieso? Weil ich bin wirklich davon überzeugt, dass du nicht weißt, wovon du da redest. Wieso soll ich das machen? Was ich meine ist, wenn du in der digitalen Welt unterwegs bist, okay? Hm? Dann repräsentiere doch was Schönes. Versuch doch den Menschen irgendwas mitzugeben. Versuch doch nicht den Menschen irgendwo in eine Richtung zu lenken, gerade bei so Jugendlichen, so 12, 13-Jährigen. Hm. Die können sich dich als Vorbild nehmen und du leitest dann diesen ganzen Blödsinn ein und das ist etwas nicht Schönes. Denn es geht ja nicht darum, ob dieser Illuminati oder Freimaurerkram echt ist. Fakt ist aber, dass er in den Köpfen einiger Menschen echt sein kann. Und das kann bedeuten, dass du einige Menschen hier quasi irgendwie irgendwo ins Satanische leitest.
Unterbewusst vielleicht sogar. Das ist so eine Sache, ne? Also nimm diese Worte von mir nicht als Kritik, ja, sondern eher als freundschaftlichen Rat, dass du vielleicht mal in Zukunft einen Rollkragenpullover trägst und sagst, hey Freunde, ne, Tattoos und sowas ist schön, aber man muss nicht irgendwie irgendwo eine bestimmte Sekte etc. verherrlichen. Aber was habt denn alle gegen diese Gruppe? Ich verstehe es einfach nicht. David, der ist einer davon. Ja. Das haben mir andere sogar bestätigt, ich unabhängig. Ich muss was sagen, Pablos, bevor ich das vergesse, ich vergesse das sonst. Bitte erklär nochmal mit der Offenbarung, mit den in der neuen Weltordnung, da werden ja auch Dämonen freigelassen, oder? Ja, genau. Also sprich, wenn kannst du das mal bitte? Bomb ist, wenn ja. Gewisse Siegen ja gebrochen. Das repräsentiert und zeigt die wie waren das nochmal? Die Reiter? Ja, genau, erstmal die Reiter. Ne, mit den Siegen, die Reiter werden repräsentiert, ein weißes Pferd, ein rotes Pferd, ein schwarzes Pferd und so weiter. Da werden dann gewisse Prophezeiungen gezeigt. Dann sehen wir auch noch die Posaune und die Posaune fängt es richtig an mit dem Zorn Gottes. Das Zorn Gottes repräsentiert damit, der wird das komplette Zorn auf diese Erde anrichten. Keiner ist ihm mehr gerecht, also jeder will das tun, was er möchte, nicht mehr das tun, was Gott möchte, obwohl die sogar die Zeichen vor ihren Augen sehen. Dann werden, ja, Gott macht das Stück für Stück. Erstmal, ja, das die Erde wird angegriffen. Ein Drittel der Welt wird vernichtet. Aber ein Drittel der Menschen wird vernichtet. Und da wird tatsächlich ein Drittel, reden wir mal von ab jetzt, Standpunkt jetzt, ein Drittel. Das sind ja ein paar Milliarden. Das ist ja Wahnsinn, ne? So ein großer Form der Menschen weg. Gewisse Meteoriten werden so einschlagen. Da werden, Hageln kommen und so weiter. Richtiger Weltuntergang, wie man sich erstmal vorstellt. Dann kommt der nächste Punkt. Gott wird dann Dämonen freisetzen. Er wird dann was öffnen. Dann werden Dämonen herauskommen in eine sogenannte Heuschreckenplage. Wird aber richtige, echte Dämonen sein, richtig böse Dämonen sein. Und die werden die Menschen quälen, mehrere Monate lang. Und die werden den Tod nicht finden. Das ist die Strafe. Und kriegen noch die zweite Strafe, wenn die noch in Hölle sind. Ja. Aber darauf können wir gleich sofort eingehen. Mit 666 können wir kurz eingehen. Mit David noch. Ich will ihm was fragen wegen Bill Gates. Und ja. Was sagst du eigentlich dazu? Ich habe auch von vielen gehört, es kann wieder eine Verschwörung sein, aber was sagst du dazu, weil viele sagen so im Internet, dass demnächst, dass sie wieder sowas wie ein Virus rausbringen wollen, aber der noch heftiger ist, und dass sie dann wirklich diesmal, der soll wirklich einschlagen dann halt, ne? Was weißt du dazu? Das ist grundsätzlich schon bei Corona so gewesen. Corona an sich, der Virus war echt, ja. Es gibt ja Menschen, die verleugnen ja mittlerweile alles, aber Viren existieren und der Virus war auch echt. Aber Corona an sich war ein globaler IQ-Test, den die Menschen nicht bestanden haben. So. Und so eine Form wurde getestet und jetzt weiß man, wie eben das Volk reagiert, was du dem Volk alles erzählen kannst, ne? Richtig. Du kannst dem Volk sagen, ab 22 Uhr dürft ihr nicht mehr raus. Sie glauben's. So, es wurde getestet, dass auch die Menschen gegeneinander kämpfen. Das bedeutet, Nachbarn verpetzen Nachbarn. Ne? Jeder erinnert sich an diese Zeit. Und das ist quasi der Vorreiter bei dem M-Projekt gewesen. Bei dem M-Projekt gibt es einen sogenannten Vier-Stufen-Plan. Stufe 1 war tatsächlich Corona. Er wird nicht als Corona betitelt, aber er wird damit betitelt, eine künstliche Pandemie herbeizurufen, die international gleichmäßig läuft, aber von Land zu Land, da jedes Land unterschiedliche Volksgruppen hat, dass sie dort unterschiedlich agieren. Im Grunde genommen geht es aber dabei darum, die Menschen erstmal gefügig zu machen. Okay? Erstmal herauszufinden, wie viel von uns hören, also an wie viel von uns, von dem, was wir erzählen können, glauben sie. Wie viel können wir machen, wie weit können wir gehen? Es war quasi ein globaler IQ-Test. Teil 2 ist nicht ein weiterer Virus, nein. Da hast du recht sogar gesagt, diesbezüglich. Ich habe das, würdest du mir sogar glauben, David, dass ich anhand der Bibel erkannt habe, dass das ein Vorläufer war? Corona ist echt, habe ich nie verleugnet. Aber dass ich wusste sofort, dass es ein Vorläufer war, anhand dessen, wie weit kann diese gewisse Elite mit den Menschen schon gehen, mit der Welt? Wie weit? Wie sind die schon kontrollierbar? Kann ich denen schon sagen, was sie zu machen haben? Dass sie sogenannten Sklaven der Elite werden? Wie weit können die gehen? Und dessen sage ich ja, das ist der Vorläufer auf dessen, was im jüngsten Tag kommen wird, was du im Projekt ja nennst, was ich sage, der Antichrist wird kommen, weil genau da
wird dann das Mainzeichen repräsentiert, was das Richtige kommen wird und wer das Mainzeichen nicht nimmt, weil da ist die absolute Kontrolle mit der neuen Weltordnung diesbezüglich. Man könnte es als neue Weltordnung betiteln. Das heißt, diese Menschen müssen sich unterordnen. Entweder die haben das Mainzeichen auf der rechten Hand oder auf ihrer Stirn, dann dürfen sie kaufen und verkaufen, kein Problem. Ob Arme oder Reiche, da wird kein Unterschied mehr gemacht. Es geht auf alle bezogen. Und wer es nicht macht, gut, dann hungere und durste. Dann bist du einfach umgenietet, mit anderen Worten. Du kannst hungern und dursten. Du kannst nicht mehr im Bett hingehen, es gibt kein Bargeld. Du kannst nicht einfach irgendwas nehmen und dann kaufen, weil du brauchst dieses Zeichen. Und dann wirst du nicht mehr kaufen, verkaufen können. Anhand der Bibel, und da steht so in der Offenbarung drin, der letzte Buch der Bibel, mit Prophet Johannes natürlich von Gott inspiriert, sehe ich diese ganzen Sachen und konnte es mir schon so erklären, weil ich die Bibel gelesen habe. Ja. Am Ende wirst du feststellen, ihr beide werdet am Ende eines Tages, werdet ihr an meine Worte denken. Es wird dieser Tag kommen, das kann ich euch versprechen, dass ihr zurückblicken werdet. Und also Ende, du hast gesagt, jetzt Sommer fängt das schon mal an, oder? Genau. Also ihr werdet irgendwann zurückblicken auf diese Zeit und werdet euch die heutige Zeit wieder zurückwünschen. Die Welt, in die wir jetzt langsam hinüberdriften, wird keine so schöne Welt sein. Es geht immer mehr Richtung Kontrolle, es geht immer mehr Richtung Transhumanismus, es geht immer mehr Richtung Idiotie in der Politik. Das kann man bei uns sehr, sehr gut sehen. Ne? Und am Ende kann es sein, dass du, Pavlos, und du, Danny, von zum Beispiel, ihr betreibt ja sehr viel christlichen Content. Ne? Ja. Es kann sein, dass ihr dann tatsächlich so gerettet werdet im übertragenen Sinne, von beispielsweise irgendjemanden, der Muslim ist oder irgendjemand, der Buddhist ist, Hindu ist es, Jesid ist, etc. pp. Und daran werdet ihr erkennen, dass am Ende des Tages immer noch das höchste Gut, was wir Menschen haben, unsere Menschlichkeit ist. Nicht irgendeine Form von Glaubenssystem, sondern reinweg unsere Menschlichkeit, die uns schlussendlich zu Menschen macht. Beisammensein, Nächstenliebe, etc. Und dann werdet ihr merken, Predigen, gegen andere schießen, Hass etc. lohnt sich nicht, es sei denn, es sind Besessene vom Teufel, wie zum Beispiel diese Superelite. Keine Ahnung. Wenn ich mir aber anschaue, ich werde die Zeit ja gar nicht erleben, wenn der M-Projekt so gesehen startet. Ich werde ja wieder, ich bin entrückt, alle wiedergeborenen Christen, aber nur die wiedergeborenen Christen werden entrückt, wir werden das gar nicht erleben. Ja gut, das ist jetzt natürlich eine andere Herangehensweise, ne, vom Gedanken her, aber grundsätzlich realitätsnah wirst du es erleben, sagen wir es mal so. Wir werden was Nahes erleben. Beispielsweise bezieht sich auf Sommer. Wenn ich das miterlebe, sind es noch die Vorläufer. Ich werde das richtige Sache nicht erleben, weil bis der Antichrist kommt, also was heißt Antichrist, jede Sekunde kann der Herr Jesus Christus kommen, wir werden entrückt, wir sind weg. Dann wird sich der Antichrist offenbaren aufgrund dessen, der Antichrist hält sich zurück, weil der Heilige Geist noch auf dieser Erde ist. Und erst wenn der Heilige Geist weg ist, dann wird der Teufel sich komplett offenbaren, der Antichrist. Und der wird dann Raum in diese Erde bringen und dann alles vollziehen, wie es geschrieben steht. Die Offenbarung ist voll damit, mit Daniel, also Prophet Daniel, ne? Und dann Zacharia, das kann man alles lesen, durch die ganze Bibel hindurch. Da steht so geschrieben. Und da ist sogar Zeit, hat dann sogar festgelegt. 7 Jahre, 1000-jährige Reich, Vollendung. Neue Himmel, neue Erde, es ist alles weg. Aber wir werden diese ab Punkt 7 Jahre gar nicht erleben. Keiner weiß, wann der jüngste Tag ist. Ja, das stimmt. Jetzt, das stimmt. Keiner weiß es. Der Tag wird aber kommen. Wir sind aber so nah, jede Sekunde kann es schon passieren. Aber wir werden weg sein. Die, die Jesus nicht geglaubt haben, nicht angenommen haben, werden hier sein. Und die werden es erleben. Aber es gibt welche, die sich in dieser Zeit bekehren und dann Jesus doch annehmen. Aber die, die das Wort Gottes gehört haben und es nicht angenommen haben, die haben dann trotzdem keine Chance. Weil der Herr sagt dann, ich lasse mich nicht spotten aufgrund dessen. Entweder ihr habt davon gehört und ihr nehmt es an, oder ihr habt davon nicht gehört und nehmt es dann in dieser Zeit an. In dieser Perspektive. Also wie gesagt, ich lasse auch jeden ausreden. Es ist völlig egal, was der Mensch zu sagen hat. Ich lasse ihn ausreden. Du sagst ja nichts Schlimmes oder so. Du vertrittst ja quasi nur deine Ansicht, deine Meinung etc. Du machst das Ganze aus einer christlichen, aus einer biblischen Sicht. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Ich reagiere gerade nur auf meine Kommentare, weil ich die ganze Zeit sehe, dass die sagen, ich soll endlich quasi mit dem Thema anfangen. Ich bringe ja immer so ein Thema mit, wenn ich live komme, ne? Ja. Und ich war 5 Minuten live, dann seid ihr wieder reingestürmt, habt wieder versucht, mich zu angeln. Ihr zwei Angler hier. Aber ich wollte noch was fragen. Ich wollte noch was fragen. Danny, wenn ich so weitermache, dann wirst du jedes Mal zu mir sagen, ich wollte noch was fragen. Eine Sache, bitte. Das ist eine Sache. Nur eine Sache. Du kannst offen reden, ne? Also, mich würde aber interessieren, so,
Was weißt du noch so über die neue Weltordnung? Was kommt so in den nächsten 7 Jahren, 10 Jahren so? Auf, sagen wir mal, in den nächsten 7, 10 Jahren, was ist geplant? Weil ich höre auch von den 15-Minuten-Städten, das habe ich auch von, jetzt von einem Bruder gehört. Und was sagst du dazu, diese 15-Minuten-Städte und so? Die sind nicht gut. Wir können, also ich kann euch bei diesem Thema sehr viel erzählen. Wir können hinsichtlich der Politik intensiver werden, wir können hinsichtlich der Esoterik intensiver werden, die Agenten können wir durchnehmen. Es gibt im Grunde drei große Pläne bei diesem Spiel. Es geht einmal um das M-Projekt, das ist gegliedert durch das sogenannte Alien-Narrativ. Tatsächlich klingt das auch, ist das auch so. Dann durch das Naturkatastrophen-Narrativ und dann durch das Messias-Narrativ. So, wir können über all diese drei sprechen, wenn ihr mal Lust habt. Ich habe euch das ja angeboten. Ich habe euch ja auch gesagt, dass ich gerne euch da an die Hand nehme und da sehr intensiv werde. Ihr haltet euch dann raus, ihr macht euch dann stumm und hört einfach nur zu, ne? Und das können wir gerne mal machen, ja? Das habe ich euch ja versprochen. Ja, natürlich. Ja. Ein Projekt ist ja noch interessant, ja. Schreibt mir diesbezüglich privat, Pavlos, bitte. Ja, dann machen wir so einen Termin so aus. Ja, genau. Genau. Jungs, Alles klar. ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, ja, und macht nicht zu viel Hetze, ja. Viel Spaß euch noch, ja. Gottes Segen. Gottes Auch an Segen, ciao. deinen Gottes Segen. Der Herr segne euch alle. Den Herrn anbefohlen. Amen. Ja, Pablos, auf jeden Fall war das Großes wieder Spiel einer. bei der Ben. Ja, ich auch. Wir hatten einen erfolgreichen Stream. Das war ein sehr, sehr, sehr guter Stream. Also hat sich auch wieder gelohnt. Dann haben auch einige was über die neue Weltordnung gehört. Ne, einige haben was über die über ja, den Herrn Jesus gehört. Wie viele Zuschauer hast du? 240. Ich möchte nur eins sagen noch an die 240 Zuschauer. Ihr müsst euch bekehren. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, Leute. Es geht hier um Leben, um Tod. Versteht ihr das? Wenn ihr zurückbleibt und ihr werdet nicht entrückt, ihr werdet in diese neue Weltordnung reinkommen. Das kann man nicht mehr aufhalten. Die Politiker, alle, diese ganzen Elitefamilien, Politiker, sie bereiten das vor. Ihr könnt euch gegen dieses System nicht wehren. Wie wollt ihr denn gegen Gottes Plan euch wehren? Das wurde alles aufgeschrieben. Ihr müsst eure Seele retten. Ihr müsst euch retten vor dem Zorn Gottes. Versteht ihr das nicht? Das ist kein Spaß, dass ihr einfach sagt, nee, ich brauche keinen Gott. Ohne Gott geht ihr verloren hier in dieser Welt und in den ewigen Feuersee. Und dann würdet ihr euch wünschen, dass ihr nie geboren seid. Wenn ihr an diesen Ort kommt, der nicht für Menschen bereitet ist, sondern für Satan und seine Dämonen. Versteht ihr das nicht, Leute? Wenn ihr in diesem Vor Ewigkeit, ewig, Pablos, ewig, nicht 1000 Jahre, nicht 100.000 Jahre, überlegt mal, du bist 1 Million Jahre in der ewig, ewig und du kommst da nicht mehr raus aus diesem Gefängnis. Das war's. Genau, dessen sei von neuem geboren, fangt an Gott zu fragen, wer bist du, und ihr werdet es erkennen. Wer sucht, der findet, wer klopft, den Weg Genau, geöffnet. du hast nur ein Leben. Du hast nicht zwei, drei, vier Leben. Du hast ein Leben. Nutz die Zeit aus. Nutz diese Zeit aus und mach dir darüber Gedanken und spiegel nicht den Helden und mein, ich brauche keinen Gott. Wie viele Menschen habe ich schon im Leben getroffen, die meinen, ich brauche keinen Gott. Auf einmal hörst du Selbstmord, da gestorben, da Autounfall, der an Drogen gestorben. Ich habe so vielen Menschen schon das Evangelium verkündigt und ich habe sehr viele Menschen schon in meinem Leben, also zum Beispiel meine Nachbarin, tot. Meine Nachbarin oben, tot. Ein Kollege von mir, tot. Weil ich wollte diesen Menschen das Evangelium verkündigen. Sie wollten es nicht. Die meisten lehnen es ab und denken, ich brauche das nicht. Ich lebe hier noch ein paar Jahre. Wo weißt du das? Was ist, wenn du morgen stirbst? Du, okay, 100 Jahre sind schön und gut, aber was ist, wenn du morgen nicht aufwachst? Und 100 Jahre sind auch, gehen auch schnell vorbei. Das geht alles schnell vorbei. Und deswegen sage ich euch, ich bitte euch, macht euch Gedanken über die Ewigkeit. Wo sind diese Seelen jetzt, die den Herrn nicht angenommen haben? Die Bibel spricht eine klare Sprache, Offenbarung 20, Vers 13. Verflucht ist der, der nicht an den Herrn Jesus glaubt. Versteht ihr das, warum Gott gekommen ist auf diese Welt? Warum das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns? Der Sohn Gottes, Gott selbst hat sich entäußert. Er nahm eine menschliche Gestalt an. Er war ohne Sünde. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du ewiges Leben hast. Er hat für deine Sünden bezahlt. Jeffo, du begehst einen Mord und da kommt einer und sagt, nein, ich bezahle. Ich will auf den elektrischen Stuhl. Und er macht ihn frei. Versteht ihr das, Leute?
Obwohl wir den elektrischen Stuhl verdient haben, kommt einer und sagt, nein, ich mach das. Ich werde für alle bezahlen. Deine Sünden nehme ich auf und das nehme ich auf, nimmt mich. Versteht ihr das, Leute? Einmal gelogen, du bist ein Sünder und du bist getrennt. Du brauchst nur einmal eine Frau hinterher gucken und einmal diese bösen Gedanken haben. Du hast dich verunreinigt, du hast gesündigt. Du brauchst nur einmal in deinen Kopf denken, ich will diese Frau vergewaltigen, als Beispiel, TikTok sportlich. Obwohl, du hast es zwar nicht getan, aber in deinen Gedanken wolltest du es ausleben und Gott wird dich dafür anklagen. Er wird sagen, guck mal, das hast du gedacht, das hast du gedacht, das hast du gedacht. Hättest du die Möglichkeit, du hättest es getan, aber du hattest die Möglichkeit nicht. Deswegen sag ich euch, ihr könnt euch vor Gott nicht verstecken. Er kennt euer Herz, alle deine Haare auf dem Kopf sind gezählt, alle deine Wege, er kennt das alles. Alles, was du jemals in der Finsternis gesprochen hast und getan hast, das wird eines Tages im Licht offenbart werden. Und du wirst dich schämen. Es ist gespeichert wie in einer Festplatte. Alles ist dokumentiert. Wie ein USB-Stick, den du am PC machst. Alles aufgezeichnet. An Sünden, an die du dich gar nicht mehr erinnern kannst. An Sachen, wo du das gar nicht mehr weißt. Vor 10 Jahren. Da wird er sagen, das hast du getan vor 10 Jahren, das hast du getan vor 8 Jahren und da auch nochmal vor 7 Jahren. Und du wirst dann sagen, ich bin schuldig, nur noch der Feuersee. Stellt euch vor, Leute, ihr seid vor Gericht und du bist auf der Anklagebank und da ist einer, der dich rettet und sagt, weil du mich angenommen hast und weil du an mich geglaubt hast, wirst du freigesprochen werden. Das musst du dir vorstellen, wenn du ein Mörder bist, ein Vergewaltiger bist, ein Kinderschänder bist. Du bist frei, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Kannst du dir das vorstellen? Du hast ihn entweder als Richter oder als Retter. Entscheide dich. Ich würde ihn als Retter nehmen und nicht als Richter, der dich richtet. Darum entscheide dich und geh auf deine Knie und demütige dich. Tu Buße und kehre um von deinem sündigen Weg. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Das ist ein Versprechen. Amen. Ja, meine Lieben, den Herrn anbefohlen, wird der Segen, gesegnete Nacht, denkt nach, betet zu Gott. Wer bist du? Was ist die Wahrheit? Amen. Habt ihr die Wahrheit erkannt? Was hindert euch, die Wiedergeburt zu machen? Aber warte, ich will noch einmal, warte Pablos. Die sollen alle noch in die Gruppe reinkommen. Leute, kommt alle rein. Einmal bitte mir und Bruder Danny folgen, meine Lieben. Einmal dem Wer Plus reinkommen will, alle rein, Leute, in diese Gruppe. Alle Leute rein, bitte, Leute. Alle, die Telegram haben, kommt alle rein. Wir können uns hier austauschen. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig. Die Arbeit ist sehr, sehr wichtig. Und dass wir auch den Menschen das zeigen, dass wir die Finsternis aufdecken zusammen. Und ja, ihr seid alle herzlich eingeladen. Kommt alle rein, wer möchte. So. Auf jeden Fall Gottes Segen. Gute Nacht alle zusammen. Den Herrn anbefohlen. Und so Gott will, komme ich dann morgen wieder live. Gottes Segen. So Gott will. Gottes Segen. Amen.